Ob es geklappt hat, das finden wir in ein paar Sekündchen raus. Aber ich gehe jetzt mal davon aus und sage allen Zuschauern erst einmal herzlich willkommen, einen schönen guten Abend. Ja, und hallo zu, ich kriege einen Daumen hoch, das ist super. Hallo zu Science Shadows of New Orleans, unserer kleinen Pen-Paper-Tisch-Rollenspielrunde in der Welt von Science, der Welt von Halbgöttern und Titanen. In unserem speziellen Fall in der Welt der Loa, der Geistgottheiten des Voodoo. Ja, für alle, die das hier noch nicht kennen, bleibt doch mal ein bisschen sitzen, guckt es euch an. Wir spielen hier und erzählen im Grunde eine Geschichte. Das Ganze ist ein Projekt, das beziehungsweise hat sich zusammengefunden auf dem Nerdpool. Hier unten findet ihr den Link, beziehungsweise die Adresse, nerdpool-forum.de. Das ist ein Rollenspielforum, wo man andere Spieler finden kann, wo man Systeminformationen finden kann, Streams wie diesen hier, Infos, Diskussionen über Regeln oder. Es hat einen eigenen Discord-Server und da auch rege Diskussionen. Das heißt, wir freuen uns immer über neue Zugänge. Guckt doch mal rein. Ansonsten noch ein zweiter kleiner Disclaimer, der Disclaimer, den wir immer hier vor unsere Runde packen. Das hier ist eine fiktive Geschichte, die wir hier erzählen, eine Fantasy-Geschichte über Götter und Monster und was weiß ich. Aber sie basiert auf realen kulturellen Geschehnissen und Begebenheiten, spezifisch auf der Kultur, auf der Vergangenheit der afroamerikanischen Menschen in den USA. Und es basiert auf einer realen Religion, nämlich dem Voodoo, die tatsächlich eine Religion ist, die auch heute noch einiges an Anhängern hat. Und dementsprechend wollen vor allem eben unter dunkelhäutigen afroamerikanischen Menschen. Und wir wollten das halt ernst nehmen, dementsprechend. Das hier ist zwar nur Spaß und Spiel, wir wollen aber nicht respektlos sein. Und wir wollen respektvoll damit umgehen. Solltet ihr der Meinung sein, wir repräsentieren was total falsch oder ne, behandeln was zu respektlos in unserer Art, wie wir weißen Kartoffeln damit umgehen. Lasst es uns wissen, aber freundlich bitte. Wir freuen uns über konstruktive Kritik. Ja, ansonsten von diesem Disclaimer mal abgesehen, denke ich, können wir anfangen, weil ich habe ja hier Gesellschaft. Zum einen den lieben Gaschnack als Remy Beltwonpe. Hallo. Dann die Iriendis als Emé Kalua. Den Hati als Marcus Bishop Salut und frohes Neues. und den Rerion als Lamar King. Hey ho. Ja, der Hati hat ja einen guten Punkt angesprochen. Wir haben ja jetzt das Jahr 2020, haben letztes Jahr angefangen damit. Das heißt, sind im neuen Jahr und wir wünschen euch auch allen ein frohes Neues. Hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch. Ja, unsere Science sind auch relativ viel gerutscht in letzter Zeit. In Kanalisationen wieder heraus, durch dunkle Wasser und in seltsame Verschwörungen hinein. Aktuell sitzen sie immer noch im Black Crusade, dem Club von Lamar, und besprechen sich, weil sie einige neue Informationen bekommen haben. Nämlich, dass der Mann, dem sie in letzter Zeit gefolgt sind, dessen Spur sie gefunden haben, der Bukor Armand, offensichtlich nicht allein arbeitet, sondern irgendetwas oder irgendjemand hinter ihm steht. Seine Ziele sind noch unklar, aber die Spur seiner Taten führt in die Holy Cross Nachbarschaft. Er hat dann nämlich diesen jungen Mann, den Jacob, für seine Zwecke benutzt, der jetzt im Koma liegt und seine letzten Worte waren welche über die Kreuzung, die Plantagen, die Flut. Und all das hat unsere lieben Science eben auf die Spur der Holy Cross Nachbarschaft und spezifisch der namensgebenden Holy Cross Schule geführt, die mittlerweile woanders ist, aber ihr altes Schulgebäude befindet sich immer noch in dieser Nachbarschaft, verfällt langsam und ist zufälligerweise aktuell das Zentrum von relativ rigorosen Protesten und Konflikten zwischen Anwohnern und einer großen Firma, nämlich Melling Investment. Sie haben einiges an Ausrüstung gesammelt, Remy hat dafür gesorgt, hat Messer verteilt und schusssichere Westen. Jetzt sind sie gerade alle im Black Crusade. Wissen noch nicht hundertprozentig, wie es weitergeht, hatten aber eigentlich sich kurz geschlossen, dass sie sich das anschauen wollen in Holy Cross. Und ja, da steigen wir auch wieder ein mit unseren vier Science.
wie sie in der VIP-Lounge vom Black Crusade sitzen und die Köpfe zusammenstecken. Emmy schmeißt allemal erstmal das Messer ab und lässt das verschwinden. Ja, so ein bisschen Ausrüstung nachchecken kann ja nicht schaden. Die Weste. Ich nehme auf jeden Fall die Päckchen Munition, die mir extra mitgebracht wurden. Dankeschön. Die von Lamar, die sieht auch schon ein bisschen gebraucht aus, die Schutzweste. Da sind auch schon so zwei, drei Löcher drin tatsächlich. Und noch seine Desert Eagle, überprüft er das Magazin, steckt sich noch zwei Ersatzmagazine ein, auch wenn die im Regelfall halt nichts mehr bringen, falls man es mit übernatürlichen Dingen zu tun hat. Aber die hat er schon so lange, damit fühlt er sich, ohne die fühlt er sich irgendwie nackt. Also vor den Schutzwesten, die Dings mitgebracht hat. Ich glaube, der hatte zwei oder waren die gar nicht dabei? Wurden die nachgeliefert? Zwei, meine ich, waren da, ne? Ja, ich glaube auch zwei waren da dabei. und zwei kommen morgen. Okay, war da erst überhaupt eine davon in halbwegs irgendwie ihrer Größe oder sind das also die Kerlgrößen? Die Wahrscheinlichkeit, dass die kleineren eher da sind als die größeren, würde ich behaupten, ist relativ hoch. Lasst mich mal was nachgucken. Nein, es sind tatsächlich beides relative Standardgrößen, wie sie hauptsächlich wohl in Polizei und Security genutzt werden. Und das sind Männergrößen. Das heißt für dich ein bisschen groß, Emmy. Ja gut, okay, das kann ich somit nicht unauffällig tragen und da wird sie jetzt definitiv keine Schutzweste anziehen. Richtig, ja, du Die könntest sie auch Schutz. tragen und sie würde dich immer noch schützen wahrscheinlich, aber Ja, aber die sie aber nicht Schutzwesten kannst du unauffällig. zumindest nicht unauffällig Nee. tragen. Das kannst du aber als Kerl auch nicht. Richtig. Da müsste man jetzt schon einen ordentlichen, ausgebeulten Mantel, Ja. drüber tragen, Ja. damit man die auch nur ansatzweise verstecken kann. Und in dem nächsten Fall drei Pullis, dann passt die Weste auch so langsam. Ja, aber ich glaube, die rutscht bei ihr jetzt noch ein bisschen zu sehr. Herr Lamar hat ja schon in einer Nummer größer als der Durchschnitt. Das ist ja Aber somit deswegen. sind die beiden Männer auch wenigstens abgedeckt. Ich denke, jetzt ist auch Ja. die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Guck Feuer so auf die an mir Männer runter. eröffnet wird. Könnte mir passen. Oh. Ja, Doc, du siehst total kriminell jetzt aus. Ich brauche einen weiteren Mantel. Ich brauche definitiv einen weiteren Mantel. Hättest du mir das nicht vorher sagen können? Wieso hättest du dann einen da gehabt? Nein, aber vielleicht hätte Bob einen gefunden. Also ein Mantel ist jetzt weniger ein Problem als so eine Weste. Wie groß war Markus? Recht groß, oder Harti? Der hat eher so die Normalstatur 1,80. Ja, Remy war etwas größer und Lamar toppt uns, glaube ich, alle. Also sportlich, aber nicht athletisch, sage ich mal. Ich hätte noch einen alten Trenchcoat im Schrank hängen. Hat der auch so schicke Luftlöcher? Er ist alt. Das sind Darum musste ich gleich Mottenlöcher. an dich denken. Er lächelt. Ist recht. Ist recht. Aber er könnte dir passen. Da habe ich noch nicht so Klar. gepumpt. Versuch es wert. Mit der Weste passt er bestimmt besser. Ja. Er wird dann einmal kurz so durch eine weitere Seitentür gehen, wo man halt einen Blick in Lamars Bude erhaschen kann, die ja dahinter liegt.
Mir wird auch neugierig, aber kurz den Kopf recken, aber dann ganz schnell wieder einziehen, damit man sich zu sehr merkt. Da sieht man vor allen Dingen ein Wohnzimmer mit einem riesigen Fernseher als erstes. Und ein Schiff. Also ein sehr großes Schiffsmodell. Ach so. Ja. Nein, nicht so ein Schiff, sondern ein Schiffsmodell tatsächlich. Ja, ist was schon so ein komischer Satz. Man sieht einen großen Fernseher und ein Schiff. Was? So groß ist die Bude jetzt auch wieder nicht. Dann hört man was rascheln und klappern und dann kommt er mit einem alten dunkelbraunen Trenchcoat zurück. Ich nehme den Trenchcoat entgegen, guck, halt den so an, zieh den mal über die Weste. Er ist alt. Aber er wird seinen Zweck erfüllen. Der hat mir gute Dienste geleistet. Ich klopfe so ein bisschen den Staub runter. Kommt man sich vor wie im Wilden Westen. An der Seite ist ein doppeltes Futter. Da kann man was drin verstecken. Ich prüfe mal die Größe dieses Futters, was man denn da alles drin verstecken kann. Auf jeden Fall ein Messer oder eine kleine Pistole. Okay, dann werde ich mir mal ein Taschenmesser oder dergleichen besorgen, was man da reinstopfen kann. Meine Machete wird da wohl nicht reinpassen. Der ist auch an einigen Stellen geflickt. Also man sieht das auch. Und das sind zwar alles ziemlich verräterische Striche, wie sie Messer oder sowas verursachen würden, wo dann halt einfach grob geflickt worden ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Marcus jetzt als Penner durch die Gegend rennt. Lamar hat doch so ein leicht verräterisches Grinsen vielleicht im Gesicht, aber das kann auch täuschen. Vielleicht freut er sich auch nur auf Action. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Solange jetzt keine braune Papiertüte mit einer Flasche drin durch die Gegend schleppt, ist alles gut. Die würde da auch reinpassen. Und vor allem gescheit rasiert könnte dann es dann wenigstens besser aussehen. Ja, genau. Muss Marquez halt, wenn er das Ding anzieht, wenigstens darauf achten, dass er sich vorher mal wenigstens gewaschen und rasiert hat. Also während ihr da steht, euch anzieht und die Sachen rumgehen lasst, Marcus, du den Mantel anziehst, hört ihr Schritte auf der Treppe? Dann klopft es am Eingang zur Lounge, am Türrahmen und ihr seht da einen recht schmalen, aber sehnigen, muskulösen, jungen, schwarzen Mann in seinen 30ern mit Hut, Hemd und Mantel stehen. Den, ich glaube zumindest, der mir du schon kennst. Trip Lamar steht da und fragt: Hi, kann ich reinkommen? Was macht ihr hier? Sieht aus, als würdet ihr euch für den Krieg rüsten. Lamar, ist alles in Ordnung? Genau, das ist nur eine Modenschau und wir erwarten spannende Verhandlungen. Aha, okay. Aber es hat nichts mit den Kolumbianern zu tun. Das ist schon mal gut, würde ich sagen. Was geht ab? Was ist los hier? Muss ich den Leuten das sagen? Müssen wir uns für was wappnen? Ich hab gestern schon Toni kurz instruiert. Oh, ja, richtig. Der hatte was gesagt von wegen irgendeinem irren Kult oder so einer Sekte. Ja, genau. Also quasi die Schwarzen, für die wir nicht schwarz genug sind. Oh, wow. Ich back keine kleinen Brötchen, ne? Also. Wären die so vor ein, zwei Jahren nicht noch genau deine Freunde gewesen? Ehrlich gesagt, so wären die vermutlich vor einem Monat noch meine Freunde theoretisch gewesen. Aber die Dinge ändern sich. Er lässt mal so den Blick über die drei anderen schweifen. Und die Perspektiven auch. Gut. Das heißt, wir haben nicht vor uns mit denen zu verbrüdern, ja? Du weißt, wie ich zu dieser Seite deiner ehemaligen Aktivitäten stehe. Bei allem Respekt, Bruder. Nein, also ich kenne meine Jugend so einen selber Trip. Das ist, Okay. Falls welche aufkreuzen, sich benehmen, werden sie nicht rausgeworfen. Aber falls sie irgendwie was Dummes machen, schon. Aber wenn ihr nicht damit rechnet, dass sie uns hier und jetzt Ärger machen, wozu die Westen und die Waffen? Wo wollt ihr hin? Steht was an?
Wir machen da. Warum willst du unsere Lounge-Sängerin dahin mitnehmen? Weil unsere Lounge. Im Effekt abzulachen. Sie hat dieses Hin und Her zwischen den beiden sehr interessiert beobachtet. Aber nichts gesagt. Auch das Gesicht sagt auch nicht sehr viel aus. Aber also, warum willst du unsere Lounge-Sängerin mitnehmen? Dann fängst du an zu lachen. Such naja, zum einen. Steckt's weg, setzt sich in die Ecke. Naja, zum einen, weil sie tougher ist, als ich dachte. Und zum anderen brauche ich, wenn ich unterwegs bin, ist gute Musik. Sie guckt dir an. Ich mache nicht deinen Soundtrack. Er lacht und schüttelt den Kopf. Pff, Post, ist unmöglich. Also, hey, wenn du es nicht sagen willst, wenn ich nicht wissen soll, was ihr vorhabt, okay, sag's einfach. Aber lass mich einfach wissen, falls es den Laden oder uns irgendwie betrifft, okay? Trip, das ist klar. Sagen wir, es ist eine persönliche Sache. Ach, ist es das nicht immer? Tatsächlich aber wirklich vollkommen ungeschäftlich und das ist selten. Okay. Interessant. Naja, du bist der Boss. Ich werde mich jetzt erstmal um die Sache kümmern, die aktuell am Laufen haben, wie schon gesagt. Die Kolumbianer, die Leute sind immer noch nervös, weil dieser eine Auftragskiller noch so ein paar. Er stoppt sich kurz, guckt gerade zu Marcus und zu Remy, die er zwar gesehen hat. Bei diesem Blick. Scheint aber gerade unsicher zu sein, verstummt für einen Moment, guckt zu dir, Lamar. Er zuckt mit den Schultern. Er hat auch über die Schulter geguckt, wäre überrascht. Hau ruhig raus. Ja, also, wie schon gesagt, die Toten sind von einigen verschiedenen Gangs und Leute verschwunden, das hatten wir ja schon mal besprochen. Das macht die Leute ja sau nervös und das hat nichts mit dieser Sekte zu tun, oder? Keine Ahnung. Okay. Falls ihr da was mitbekommt, lasst es mich bitte wissen, haltet die Ohren auf. Es ist, dass keiner so richtig weiß, was da abgeht. Ja, die Spannungen steigen, Mann. Ja, ich glaub's. Ich. Ja. Ja. Weißt du, für manche soll ja Chaos eine Leiter sein, aber ich glaube, diese ganzen Semi-Anarchisten vergessen, dass aus Chaos nichts Gutes bei rauskommt. Wir haben ja jetzt einmal vom Chaos profitiert, Lamar. Ja, aber es bringt nur etwas, solange jemand davon profitieren kann. Achso, okay. Also, ich gehe dann mal die Wogen glätten. Ihr passt auf euch auf, ja. Gentlemen, Miss, er nickt dir schmunzelnd zu, Emmy. Und ja, verschwindet dann die Treppe runter wieder. Wenn der weg ist, hört man nur so, und warum nimmst du unsere Lounge-Sängerin mit? Das war schön. Und sie zieht das Messer wieder raus und wird das doch irgendwie gucken, ob es unauffällig irgendwann in ihrer Hose oder sogar in der Hose mal angegurtet kriegt. Remy, Marquez, das war Trip. Interessant. Nett. Trip ist meine rechte Hand. Remy mustert Lamar. Sieht eher wie eine linke aus. Es schmunzelt so ein bisschen. Naja, sagen wir es so. Der gute Trip ist so kurz davor, selber ein Priester zu sein. Er hat nur die Weine nie durchlaufen. Oder das Ding mit dem Glauben. Naja, er glaubt fest daran. An was? Schon okay. Naja, in gewisser Weise glaubt er an mich, aber das führt jetzt ein bisschen weit. Er würde nicht für dich arbeiten, wenn er nicht an dich glauben würde. Trip kennt mich fast zumindest mein halbes Leben. Wir waren gemeinsam im Knast und das schweißt halt zusammen. Sie nicht.
Und er war in meinen dunkelsten Stunden da. Und er ist noch immer da, auch obwohl er die miterlebt hat. Und das rechne ich ihm hoch an. Und als was passieren sollte, gehört ihm der Club. Eine ganz einfache Kiste. Gut. Ihr seid wieder alleine. Ihr habt euch ausgerüstet. So richtig unauffällig siehst du zwar nicht aus, Marcus, mit dem Trenchcoat. Ich denke, es fällt jetzt gerade unter die... Es fällt unter die Sparte auffällig unauffällig, würde ich sagen. Aber zumindest denken die meisten Leute wahrscheinlich, dass du den gleich aufmachst und drunter nackt bist und nicht, dass du eine schusssichere Weste trägst. Wenn ich jetzt durch die Gegend gehe, summe ich leise die Melodie vom rosaroten Panther vor mich hin. Wir machen einfach einen großen Bogen um Schwulen. Weißt du was? Warte mal. Das könnte schwierig werden. Warte mal. Ja. Emil wird das sagen, Emil wird mal Kessel und oben bis unten mustern und sagen, Leute, wir müssen einen großen Bogen um aktiv besuchte Schulen heute machen. Ich persönlich. Habt ihr was dagegen, wenn ich mir vielleicht einen anderen Mantel hole? Also da passen super Drogen rein in die Tasche. Wie wär's, wenn wir einfach nur Menschen generell aus dem Weg gehen, erstmal? Boah, das mache ich ja sonst nie. Das wäre mir momentan auch lieb, ehrlich gesagt. Also ich meine, mir ist das relativ egal. Ich habe da kein Problem mit, durch irgendwelche Mengen zu laufen. Aber ich habe auch nicht vor, das Ding anzuziehen. Er deutet auf die schusssichere Weste. Ich habe nicht vor, das Ding anzuziehen, bevor wir da sind, wo wir hinwollen. Das klingt legitim. Ja. Ich muss zugeben, ich möchte eigentlich gerade einfach nur noch ins Bett. Aber weißt du, dann lieber eine Sporttasche in der Hand. Ist besser als ein Geigenkoffer, hm? Und ein Gitarrenkoffer. Hatte ich auch schon mal. Ist auch nicht weiter schief gegangen. Okay, nachdem jetzt Remy zum El Mariachi wurde. El Mariachi? Ich glaube, es ist ja nicht in-game gesagt, oder? El Mariachi. Doch, hat er? Okay. Ja, gut, ja. Dann wird's El Mariachi. Mariade? Mandrinade? Wer? Was? Guck mehr schlechte Filme. Oder richtig gute Filme, je nachdem, wie man es definieren will. Ich deute auf Emi. No comprende español. In Ordnung. Sprach ja Spanisch. So. Wegen den Kolumbianern. Hm. Tja, man kann nicht alles haben. Aber auf die Marinade. Lassen wir das. Jetzt muss ich an Marinade denken. Gegen ein gutes Barbecue habe ich auch nichts einzuwenden. Das schreiben wir uns auf die Liste, wenn wir das mal hier zu einem sinnvollen Abschluss bringen. Dann gibt es ein fettes Barbecue. Und bis dahin, ich finde es toll, dass bei Emi, also ich meinte das durchaus ernst. Also wenn du Liedchen trennen willst, tu dir ganz mal ran. Du, ich werde dein Ego nicht noch weiter pudern, indem ich irgendwie versuche, deinen Soundtrack auf den ganzen Sachen zu singen. Und weder deins noch das der anderen beiden hier in diesem Raum. Ich glaube, ich muss die Arbeitsverträge mal umschreiben. So. Inwiefern, dass ich jetzt dazu verpflichtet werde? Überleg es dir, ich muss ihn vorher unterschreiben. Der tippt sich an die Nase und grinst und blickt dann kurz zu Remy und grinst noch breiter. Kennst du den Film Mad Max Fury Road? Da war auch immer Musik mit dabei. Die unterwegs waren. Ich werde auch mich nicht auf irgendein Auto stellen und E-Gitarre spielen. Warum nicht? Also man sieht förmlich mal, wie sich das gerade vorstellt. Mit Flammenwerfer, Emi, mit Flammenwerfer. Ich habe eine Idee für den nächsten Show-Act.
Das ist nicht mein Stil. Gehen wir besser, sonst hätte ich mich noch im Kopf und Kragen und dann kommt die Gewerkschaft an. Okay, was? Ja, glaub mir, ich brauche keine Gewerkschaft. Und sie nimmt ihr Handy, zieht sich die Jacke über, geht zur Tür. Wollen wir, Jungs? Und geht schon mal die Treppe runter. Man hört unten nur das Klick von diesem Bändchen. Tja, Jungs, so ist das, ne? Da kannst du nur hinterher gucken und du Ruf gucken. Ich bleib beim Hinterher gucken. Nimm die Sporttasche. Hinterher gehen funktioniert auch. Und geh los. Ich rolle quasi hörbar mit den Augen. Oh. Schön. Ja. Markus, du lässt den Trenchcoat und die Schussrichterreste an? Erstmal? Die lasse ich erstmal an, ja. Okay. Bevor ich Besseres habe. Okay. Alle anderen tragen aktuell ihre normale Klamotte, ne? Erstmal hat uns keiner die schusssichere. So. Ihr hattet die zwar mal rausgeholt, aber nicht angezogen, oder? Oder hat Remy die schusssichere angezogen? Nö. Nee. Die ist in der Sporttasche. Die ist in der Sporttasche. Okay. Mehr hat das Messer einfach irgendwo in der Hose stecken, glaube ich. Also in der Hose. Er hat sich das wahrscheinlich irgendwo erstmal so. Ein Hosenbund oder so? Ja, quasi, ja. Dass sie Jacke und so drüber ziehen kann und das nicht offensichtbar ist. Ist das ein Tauchermesser in deiner Hose oder freust du dich nur, mich zu sehen? Bei Eme kann man relativ eindeutige Dinge aussprechen. Ja. Sorry. Messer. Ja, gut. Das heißt, ihr verlasst alle das Black Crusade. Und ja, wollt ihr Lamars Wagen nehmen oder was Unauffälligeres? So, was ist denn bei dem Wagen? Guckt auf seine schwarze Sportmaschine. Guckt auf Lamars Wagen. Also unauffällig ist das jetzt beides nicht. Guckt auf die Uhr. Wann kommt der nächste Bus? Bus? So wirklich so ein halb entsetzter. Sagst du doch gar nicht. Ich zück aus meiner Tasche so einen kleinen Taschenfußfahrplan, den ich immer dabei habe, weil ich ja immer mit dem Bus fahre. Moment, das haben wir sofort. Ich gehe zu ihm rüber und gucke mit in den Fahrplan. Da stehen gerade Eme und Marquesse und gucken in den Busfahrplan. Ich würde ja ein Taxi bevorzugen, glaube ich. Irgendwie tut mir das weh, wie die beiden da den Busplan studieren. Ich kann nicht genau sagen, wieso, aber irgendwie fügt das mir fast körperliche Schmerzen zu. Also beides, zur Info, beides sollte überhaupt kein Problem sein. Ihr seid ja auf der Bourbon Street, dem Partyzentrum des French Quarters, das zwar aktuell nicht so überlaufen ist, weil richtig los geht's erst abends, aber dennoch, wenn ihr ein paar Schritte rausmacht auf die nächste aktiv befahrene Straße, weil das hier ist mehr sowas wie eine Fußgängerzone, wenn ihr auf die nächste wirklich aktiv befahrene Straße geht, da fahren da ständig Taxis entlang, es stehen welche an den Ständen, der Bus fährt auch alle 5 Minuten, zumindest die am weitesten verbreiteten Linien, so, ne? Sollte beides kein Problem sein. Also ich weiß nicht, ob ihr wirklich einen Bus nehmen wollt, also ich würde ein Taxi nehmen. Lamar? Wenn du dich von deiner Karre trennen kannst, können wir mit dem Auto fahren. Aber ich persönlich fände, glaube ich, ein Taxi etwas unauffälliger. Naja, zur Tarnung ist das super, weil die meisten, die meinen Wagen hier stehen sehen, werden denken, ich bin drin. Aber Bus, Gott, ich glaube, ich bin seit 20 Jahren oder so nicht mehr Bus gefahren. Jetzt rostest du ein. Aber wir können auch Taxi nehmen. Gut. Gibt es Proteste von Markus? Aber Dumbo, ihr müsst bezahlen. Ich habe definitiv nicht genug Geld dafür dabei. Ja, das ist ein Schwierig. Also Remy, dein Kleingeld, das du dabei hast, wird langsam ein bisschen knapp. Das macht ja nichts. Aber von bezahlen hat kein Mensch gesprochen.
Das heißt, Lamar bezahlt die Fahrt. Ich habe verstanden. Das habe ich auch nicht gesagt. Er könnte auch den Taxifahrer beschwatzen, dass er es umsonst mitnimmt. Könnt es versuchen. Also wenn er auf jeden Fall, wenn er ein Taxi ruft, beziehungsweise an den Stand geht, findet ihr relativ schnell eins, das gerade frei ist. Ein junger Asiate, Mitte 20, schaut euch an. Ja. Kann ich Ihnen helfen? Oh, da bin ich mir sicher. Wenn das Taxi groß genug für uns alle ist? Ist es. Er guckt euch nur an, mit einem erwartungsvollen Gesicht. Also, wohin soll es gehen? Holy Cross. Nickt. Steigen Sie ein. Wollen wir? Guck die anderen an. Straße oder genauer Zielort, ja, bitte? Sekunde, jetzt muss ich mal eben kurz. Kannst du gerne auf die Karte gucken? Ja, eben. Rain Street. Wir müssen die Rain Street. Nick, kein Problem. Am besten Kreuzung Rain Street, Dolphin Street. Er nickt. Und wenn ihr allein gestiegen seid, fährt ihr dann halt los. Und fährt euch zügig und gerade noch so im Rahmen dessen, was hier erlaubt ist, fährt er los. Die Straßen sind recht voll, da Mardi Gras kurz bevorsteht. Und ihr seid im French Quarter, das heißt, hier wimmelt es gerade von Touristen. Aber die Gegend, in die es euch zieht, in die es euch in den letzten Tagen, wie euch gerade mal so auffällt, immer wieder gezogen hat, ist ja die von Touristen eher weniger aufgesucht wird. Und dementsprechend, als ihr dann erstmal aus dem French Quarter raus seid, geht es dann auch deutlich zügiger. Und in so 20 Minuten, Viertelstunde, kommt ihr dann in Holy Cross an. An der Ecke Rain Street, Dauphin Street. Er hält, guckt auf sein Taxameter. Das macht dann $25. Amy macht so. Ja, Lamart zückt seine Brieftasche. Und steigt aus. Remy steigt aus. Kurz so nach links, nach rechts. Wenn man solche Freunde hat, ne? Ich sitze immer von noch draußen. Neben Lama. Taxifahren kommt von draußen nur. Ich erinnere mich an diese Stelle in El Bandi. Erzählt mal so die Scheine runter. Ja, also ihr beide habt dafür definitiv noch, also auch du, Remy, hast jetzt dafür noch genug Geld. Lamar, du bist jetzt nicht arm, sagen wir so, es sollte beides machbar sein. Ja. Kriegt ein bisschen Trinkgeld. Mhm. Ja. Dann steige ich aus. Ich halte noch kurz in der Form aus. Hast du eine Karte? Fragst du einen Taxifahrer? Ein Taxi brauchen? Ja, ja. Ich persönlich nicht, aber unser Taxidienst. Keinen Moment. Und er kramt kurz und holt eine Visitenkarte raus für seinen Taxiservice. Ja, dann stecke ich die mal ein. Mhm. Schadet ja nicht. Ja. Wenn Sie mich speziell wollen, fragen Sie nach John. Mit Glück bin ich ja gerade frei. John Kim. Ich merk's mir. Er nickt. Schönen Tag noch. Er wirkt recht zufrieden mit dem Trinkgeld und winkt euch noch kurz zu und dann fährt er los. Gut. Und ihr kommt also an der Ecke Rain Street, Dauphin Street. Lasst mich etwas umschalten, damit ihr auch alle etwas seht, was ihr sehen sollt. Oh, ich muss rauszoomen, damit so unsere Zuschauer auch sehen. Und er sagt mir gerade, die Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Aber ihr hört mich noch, oder? Ja. Okay. Es betrifft nur Raw 20. Ah, okay.
bist oh. auch noch im Twitch, Dings. Und die Anzeige ist auch wieder weg. Offensichtlich war da nur gerade... Ich hoffe, wir laggen gerade nicht. Oder ich lagge gerade nicht. Sieht aber gut aus. Wunderbar. Ja. Einmal refreshen, alles wieder schön. Ja, war refreshen war glücklicherweise nicht nötig. So. Moment. Oh. Da ist er wieder. Hallo? Alles gut. Okay. War ich weg, wo du sagst, da ist er wieder? Nein, der Rerion. Rerion war weg. Oh, hab ich gar nicht mitbekommen. So. Ihr steigt aus dem Taxi aus und hört bereits auf die Entfernung Rufe, Pfiffe und ein allgemeines, ziemlich lautes Rumoren aus der Richtung, in die ihr unterwegs seid, tatsächlich. Aus Richtung der ehemaligen Holy Cross School. Und nachdem ihr ein paar Schritte gegangen seid, seht ihr auch bereits einen ziemlich großen Menschenauflauf von hauptsächlich, aber nicht nur Schwarzen, die dort stehen mit Transparenten, Schildern, Plakaten, einigen Megafonen, die hupen und rufen und ihr hört sie skandieren, das ist unsere Stadt, unsere Nachbarschaft, rettet Holy Cross. Ein anderer Ruf ist Holy Cross vereinigt, kein Konferenzzentrum. Weg mit den großen Firmen. Rufe wie diese schallen euch bereits auf die Entfernung entgegen und echoen durch die Straßen. Ihr seht teilweise Familien, die mit Kinderwagen da dabei stehen, nicht direkt mitten im Pulk, aber daneben Leute, die ihre kleinen Söhne und Töchter auf den Schultern tragen. Das ist der Querschnitt der Leute, geht durch eigentlich alle Altersschichten. Was ihr bemerkt, ist, dass das fast alles doch recht einfach aussehende Leute sind. Zumindest vermutet ihr das. Ne? Kann auch täuschen, der Look, aber die meisten sehen nach sehr einfachen Arbeitern aus. Und was ihr auf die Entfernung auch seht, ist einige, also auf jeden Fall Polizeiwagen, mehrere, die hier stehen. Und mehrere ziemlich schwer ausgerüstete Männer mit Gewehren in so einer Art Riot-Gear, die nicht Polizei zu sein scheinen, die etwas weiter in Richtung Schule stehen. Aber wer genau das ist, das könnt ihr noch nicht erkennen. Ihr hört auf jeden Fall das Skandieren. Seht die Polizisten das alles sehr, sehr misstrauisch beäugen. Bisher scheinen die Proteste aber noch friedlich zu sein. Ach, guck mal. Die Baulöwen haben privaten Sicherheitsdienst dabei. Würde ich mal schätzen. Die warten auf uns. Ja, natürlich warten die auf uns, auf wen sonst? Wollen wir? Also ein paar Leute, die hier rumstehen, die werden es wohl nicht sein. Lamar bleibt auch kurz stehen, schaut da rüber und irgendwas, man sieht halt sowas wie, irgendwas flattert so über sein Gesicht, sowas wie Erinnerungsfetzen, als er so kurz mal in der Vergangenheit schwelgt, solche Proteste, dann auch mit anderen Ansätzen früher. Ja, ich weiß, man möchte sich direkt dazustellen. Wie wäre es, wenn wir einfach mal in die Richtung gehen. Ich würde gerne einen Bagger umwerfen, aber wir versuchen das erstmal. Könnte ich einen Bagger umwerfen? Ich überlege gerade so leise dann weiter. Dazu später. Remy würde sich die Sporttasche am Schultergurt quasi auf den Rücken packen und losmarschieren. Ganz stumpf in die Richtung. Remy geht auch so recht locker und entspannt neben den her, obwohl der einfach gerade so auf diese Situation so gar keinen Bock hat. Ja. Also Lamar zieht eine Kapuze drüber und setzt eine Sonnenbrille auf, weil er sich nicht ganz sicher ist, falls ein Cop da ist, der ihn erkennt, ob das jetzt nicht zu Problemen führt. Ich muss mal... Ich muss mal gerade was würfeln. Yep. Ihr macht euch auf den Weg.
Und ja, seht noch ein bisschen mehr von dem Ganzen. Ihr kommt vorbei an einem Schild, an einem Schild von, ihr meint, das ist Rio de Janeiro oder eine andere große Stadt, aber ihr seht auf jeden Fall eine, zwei Fotos nebeneinander auf diesem Schild. Einmal von einer Art historischen Stadtzentrum, mit vielen kleinen Hütchen und so urigen Läden. Alles ein bisschen runtergekommen, aber charmant. Und daneben, gleiche Gegend, voll mit Glasbauten. Ihr erkennt es als ein relativ neues Gebäude, falls ihr euch ein bisschen im Internet informiert. Voll mit neuen Glasbauten, Einkaufszentrum, richtig fette Glas- und Metallriesen, alles hochpoliert. Und die ganzen kleinen Geschäftchen halt weg, auf diesem Vorher-Nachher-Bild. Und darunter steht halt in fetten Buchstaben geschrieben, das könnte ihre Stadt sein. Das halt einer von den Protestierenden hochhält, von den Demonstranten. Im Kontrast dazu seht ihr jetzt, dass das Gebäude, die Holy Cross School, eine ziemlich heruntergekommene Ruine, zugegebenermaßen, was sicherlich mal ein sehr schönes Gebäude war, soweit ihr das beurteilen könnt. Ihr seht halt den roten Ziegelsteine, Klinkerbau, mit blinden Fenstern, diesen Verandas und Balkonen, die immer noch einen gewissen Charme ausstrahlen, aber wie schon gesagt, ziemlich kaputt, desolat doch letztendlich. Seht ihr bereits Ansätze von Baugerüsten, die dort herumgebaut wurden, und um das Gelände herum, um die wild sprießende Wiese, den verwilderten Acker da, den verwilderten Hof, ist so eine große Holzbarrikade von bestimmt 3,5 Metern, auf die halt schöne Bilder gedruckt wurden von einem großen Gebäude aus Metall und Glas, sehr hell, mit großen Fensterscheiben, auf der Grundebene, auf dem Erdgeschoss seht ihr sowas wie Schaufenster, das Ganze verziert so ein bisschen, und es steht halt, hey, das Waterside Konferenzzentrum, die Zukunft von New Orleans, die Zukunft von Holy Cross, sind so Werbeslogans. Ihr seht, da stehen teilweise Pläne, wie genau hier die Gegend umgestaltet werden soll, auf diesen Werbeplakaten, die quasi auf der Holzbarrikade kleben. Die Holzbarrikade umgibt das ganze Gelände und ist oben mit Stacheldraht versehen. Und vor dieser Barrikade stehen tatsächlich, seht ihr jetzt besser, Leute, die vermutlich zu sowas wie einer privaten Sicherheitsfirma gehören, in Riot Gear, die aber nicht die Markierung der Polizei trägt, Gewehre, Helme, und da halt herumgehen, sich immer wieder umschauen. Ja. Ich würde beim Gehen sich die Werbung auch wirklich mal durchlesen. Okay. Ja, das Preis ist halt, dass das Riverside Convention Center als quasi den Breath of Fresh Air, also als die frische Luft an, die Holy Cross braucht, als der klassische Charme der Gegend im neuen Gewand ein Zentrum für Kommerz, für Treffen, eben vor allem auch für Business, das hier Einzug nehmen soll. Steht was über die vielen, vielen Konferenzräume und Möglichkeiten mit Swimmingpool und dies und das. Und ganz viel blumige Worte wie das Alte mit dem Neuen verbinden und eine neue Zukunft in Gegenden mit Potenzial zu bringen und ganz viel Business-Marketing, bla. Aber alles in allem, was du daraus hernimmst, ist, dass es eben darum geht, ein Zentrum für Business, für Wirtschaft und Service hier zu etablieren, das halt doch sehr ungewöhnlich für die Nachbarschaft wäre. Wenn du dich mal umschaust, das Ganze ist halt, der geht's halt nicht gut hier, und da sieht man sogar noch die Spuren von Katrina. Alles in allem ist es eine sehr, sehr, sehr bürgerliche Gegend, eher untere Mittelschicht bis Unterschicht, ja. Und das würde natürlich eine ziemliche Gentrifizierung mit sich bringen, eine ziemliche Veränderung der Atmosphäre, des ganzen Drumherum und damit wahrscheinlich auch der Mietpreise. Klassischer Charme im neuen Gewand, Bullshit. Mhm.
Ja. Spuckt mal auf den Boden. Also wir sind wahrscheinlich jetzt schon quasi an der Menge angekommen oder sogar schon drin, oder? Also ich würde sagen, ihr seid am Rand der Menge. Reinzukommen ist gar nicht mal so. Also da müsstet ihr euch halt ein bisschen reindrängen, weil die stehen recht eng zusammen. Müsst gucken, dass ihr euch nicht verliert. Ihr seid aber nah genug dran, um zu sehen, dass eine kleine provisorische Bühne aufgebaut wurde, etwas entfernt von dem Gelände und von der Holzbarrikade. Und auf der Bühne steht ein Mann, den ihr hier sehen könnt, rechts oben. Junger Mann in seinen Mid-20ern, sehr gut aussehend. Sehr, sehr dunkle Haut. Mit einem Septum in der Nase und einem Tuch um den Kopf gewickelt, wie so einem Stirnband, das mit einem, ihr seid euch nicht sicher, ob West, ihr vermutet westafrikanischen Muster bestickt, umgewickelt, er trägt ein Jackett und eine lange Kette, mit einem goldenen Symbol drauf, das ihr nicht genau erkennen könnt. Schick, aber auf jeden Fall mit einem leicht traditionellen Touch, meint ihr. Er sieht hip aus, aber nicht unbedingt wie ein Hipster. Und steht da mit sehr ernster Miene, hat ein Mikrofon in der Hand und spricht halt zu der Menge. Und ihr kommt gerade an, als er quasi weiterredet und sagt: Diese Stadt hat schon so viele Veränderungen durchgemacht. Wir wachsen, wir verändern uns, wir passen uns an und das ist gut. Diese Stadt braucht Veränderung. Aber was wir darüber nie vergessen dürfen, sind unsere Wurzeln. Das, wo wir herkommen. Holy Cross ist unsere Nachbarschaft. Wir haben sie groß gemacht. Wir haben sie aufgebaut nach Katrina. Unser Blut, unser Schweiß, unsere Tränen stecken in diesem Boden. Und jetzt wollen diese Leute kommen und uns, unser Land wegnehmen. Als wäre uns das nicht schon oft genug passiert. Und die Leute jubeln, ihr hört Pfiffe und zustimmende Rufe. Ihr seht, wie die Polizisten drumherum alle sich ein bisschen anspannen, ein bisschen gerader stehen, sich umschauen. Er sagt: Die Medien und die großen, tollen Leute von Melling Investment wollen das hier darstellen, als seien wir nur irgendwelche rückständigen Leute, die ihr Land, die nicht mit der Zeit gehen wollen. Stellen uns als Radikale dar. Und stellen uns gleich mit irgendwelchen extremen Bewegungen. Wir wollen nur das, was uns gehört. Wir sind nicht bereit, dabei zuzusehen, wie unsere Stadt, wie so viele andere, immer mehr von Glas und Metall und von Big Business übernommen wird, während wir hier vergessen werden. Wenn Holy Cross Modernisierung braucht, dann gesteuert von uns, mit uns, gemeinsam und nicht von Leuten, die uns nicht mal in die Augen sehen würden. Und deswegen sagen wir, Mr. Melling, wenn Sie hier was machen wollen, kommen Sie her, reden Sie mit uns. Aber solange Sie das nicht tun, dann werden wir das hier nicht akzeptieren. Wir werden ihnen widerstehen, solange wir leben. Die Leute jubeln. Es explodiert einfach in einem Schrei. Ihr merkt die von diesem Typ. Geht auch einfach... der Typ ist charismatisch. Und die Leute jubeln. Hüte werden in die Luft geworfen. Und er scheint langsam zum Ende zu kommen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen das Finale seiner Ansprache. Und dementsprechend, tragt es raus. Tragt es zu den Zeitungen, tragt es in die Foren, ins Internet. Wir sind keine ewig gestrigen, dummen Schwarzen, mit denen ihr es machen könnt. Wir sind eine neue, junge Generation von New Orleans, von Bürgern von New Orleans. Schwarz, Weiß, Latino, wir sind alles. Aber vor allem sind wir von hier. Und wir werden nicht uns zum Schweigen bringen lassen. Vor allem nicht von denen, die das schon viel zu oft mit uns und unseren Vorfahren gemacht haben. Wir stehen. Wir stehen zusammen. Für Holy Cross. Dankeschön. Ich gucke zu den anderen. Da muss ich ihm irgendwo zustimmen. Lama macht es auch tatsächlich.
und man sieht so, wie irgendwas hinter der Sonnenbrille quasi, als er so ein bisschen nach vorne guckt, scheinen die Augen so ein bisschen zu Funken zu sprühen. Lemay hat den Blick tatsächlich eher bei den Wachleuten und der Polizei. Die hat ihm mit einem Ohr zwar zugehört, aber beobachtet eher die Leute um sich herum und hat quasi auch die Bewegung der Bewaffneten, der offensichtlich Bewaffneten. Warte mal, wollen wir eigentlich in das Gebäude oder wollen wir uns hier einfach nur umgucken? Wenn wir in das Gebäude wollen, sollten wir jetzt auf der anderen Seite des Grundstücks sein. Naja, wir können ja gleich mal rumgehen. Also, nur so ein Vorschlag. Oder kennt ihr das Gefühl, wenn ihr quasi mit der Nase auf irgendwas gestoßen werdet und ihr dann denkt, klar, warum habe ich da nicht selber dran gedacht? Das Gefühl habe ich gerade. Ich glaube, ich möchte mir den Kerl da vorne mal in Ruhe angucken. Den Mann, der die Rede gehalten hat, der gerade von der Bühne kommt? Ja. Momentan scheint es ein guter Moment zu sein, unbeobachtet auf die Rückseite zu kommen. Ich will ja jetzt nicht der Spaßverderber sein, aber aktuell ist der Blick der Wachen eher auf ihn gerichtet. Da gebe ich dir grundsätzlich recht. Ich möchte aber vorher gerne noch was gucken. Okay. Ich fürchte, um ihn zu jetzt richtig zu sehen, müsstest du entweder tiefer in die Menge rein und dich ein bisschen umpositionieren, weil er ist von der Bühne gerade runter. Ja, das stört mich überhaupt nicht. Du siehst aus der Entfernung da ein paar Leute mit grünen Warnwesten, auf denen Ordner steht, die ihn gerade quasi in Empfang nehmen, die unten an der Treppe stehen. Und die stehen quasi vor ihm und die Masse verdeckt ist alles so ein bisschen. Seid ihr gerade noch am äußeren Rand? Ich würde sagen, wir treffen uns gleich da drüben an der Ecke. Ich gehe mal eben was gucken. Okay. Lama, darf ich dir meine Sporttasche eben kurz geben? Okay. Die ist ganz gut, wenn ich gerade keine Hände in der Menge ein bisschen sperrig. Ist vielleicht ganz gut, wenn ich gerade keine Hand frei habe. Okay. Ja, dann marschiere ich jetzt los in die Menge. Also ich wiesel mich da so durch die Menge. Okay. Ja, bisschen Mühe kriegst du. Hast du ein bestimmtes Ziel? Willst du besonders schnell sein, besonders unauffällig oder wie willst du das machen? Also sagen wir mal so, nachdem ich mich sowieso quasi instinktiv an meine Umgebung beziehungsweise die Leute in meiner Umgebung anpassen kann. Du hattest Social Comedian? Richtig. Ja, okay. Und Auge des Chaos, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist richtig. Aber bisher fliegen also, noch keine Backsteine oder so. Das heißt, Auge des Chaos brauchst du gerade noch nicht. Das ist richtig. Nee, aber ich würde mich da einfach tatsächlich so quasi mit der Menge treiben lassen, weil immer so ein bisschen Bewegung ist in jeder Menge immer drin. Man muss halt immer mal so ein bisschen gucken, wo die Strömung gerade langläuft, dass man eventuell mal nach links oder nach rechts oder wie auch immer mal dann quasi die Strömung wechselt. Ja. Aber ich lasse mich da so durchtreiben und lasse mich quasi nach vorne zu dem hintreiben. Ja, wunderbar, damit fällst du nicht auf. Also mit Social Chameleon und wenn du dann auch noch versuchst, dem Flow des Ganzen ein bisschen zu folgen, schaffst du es tatsächlich, dich nach vorne treiben zu lassen und kommst dann auch irgendwann in, also natürlich hier und da rufen trotzdem Leute so, ey, Alter, pass mal auf, ey, was soll das? Ja, gekontert von einem, ey, wir sind doch alle aus demselben Grund hier. Ja, und die meisten kriegst du mit auch besänftigt, niemandes Blick bleibt jetzt länger an dir hängen. Und so schaffst du es irgendwann in die vorderste Reihe. Und kommst dann dementsprechend vorne an. Und siehst tatsächlich diesen jungen Mann, der dort immer noch steht. Und sich gerade mit einem der Ordner unterhält. Zwei Ordner stehen quasi vor euch. Da ist auch so eine Barrikade, ne? So ein Metallzaun, wie für Straßensperren teilweise benutzt werden, der halt gerade den Teil um die Bühne rum von euch abgrenzt. Ja, du stehst jetzt aber an dem, du hast jetzt halt bis so zu ist. Dem Zaun. Entschuldigung? Wie das an der Konzertbühne halt auch so ist. Genau. Diese typischen Zäune. Und du hast es aber bis zu diesem Zaun jetzt geschafft und stehst da. Ja, dann möchte ich mir den Typen auf
zum einen mal genauer angucken und möchte vor allem gucken, ob ich jetzt erkenne, was der da um den Hals hängen hat. Weil dieses goldene Glitzern hat mich ja schon irgendwie so ein bisschen neugierig gemacht. Ja, okay. Das ist das eine. Mhm. Und das andere ist, ich würde gerne versuchen, mich darauf zu konzentrieren, auf dieses Gefühl, was ich in der Organisation schon mal hatte, dieses mit dem, auf einmal sehe ich diese leuchtenden Dinger. Oh, Ich möchte mal gucken, ob hier irgendwie Magic in the Air und so. Okay. Ja. Dann brauche ich, glaube ich, zwei Würfe von dir. Einmal einen auf Wahrnehmung, um die Kette zu erkennen. Ja, Moment. Perception und Awareness. Das sind drei an der Zahl. Drei Erfolge. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt habe ich bedauerlicherweise fürchtig das Bild nicht in Roll20 hochgeladen, weil ich nicht daran gedacht habe, dass das relevant wird. Ich hatte nicht daran gedacht. Ich Nase. Vielleicht kann ich das gerade mal kurz. Aber ich beschreibe es dir währenddessen schon mal. Du siehst nämlich tatsächlich, was um seinen Hals hängt. Das ist eine Kette mit einem Medaillon dran. Gar nicht so unähnlich, wie du trägst. Wenn ich mich nicht irre, trägst du ja eines mit einem Wewe, nämlich dem Wewe von Kalfu. Genau. Hm? Das so. Ist korrekt. Dieser Mann hat auf diesem, auf seinem Amulett nämlich auch ein Wewe. Eines, das dir sogar bekannt vorkommt, nicht nur aus deiner Vergangenheit, du hast ja ein paar gelernt auf Haiti, du kennst es auch daher, weil du es vor kurzem in einer abgewandelten, du meinst verschandelten Variante gesehen hast. Es ist das Wewe von, Moment, Okkultwurf, um es zu erkennen, hätte ich gerne von dir. Moment. Es ist ein Wewe, als solches erkennst du es auf jeden Fall. Was ist das an Intelligenz und Okkult, oder wie? Ja. Okay. Immerhin vier Würfel. Ja, da bräuchte ich jetzt schon so, also ich bräuchte nur einen Erfolg, aber einen bräuchte ich schon von dir. Es bleibt bei, es ist ein Erfolg, ist es. Es ist. Hast du einen automatischen Erfolg? Nee, dann nicht, weil nur eine 7 ist ein Erfolg. Ja, nee, dann habe ich es nur falsch eingegeben. Okay, also du erkennst es als ein Symbol, das ihr in abgewandelter Version unten in der Kanalisation gesehen habt. Du weißt, dass es ein Wewe ist, weil die Wewe sind eben diese Zeichen der Loa, die oft aus Linien und Kreisen bestehen und stilisierte Repräsentationen ihres Wesens oft sein sollen. Aber was für ein Wewe das ist, kommst du gerade nicht drauf. Ja, aber es ist jetzt vom Gefühl her noch so, wie es sein soll. Das ist mir eigentlich das Wichtigste, was mich interessiert. Vom Gefühl her. Das wäre halt die Frage. Dieses ist nicht verschandelt. Zumindest ist es nicht das, was ihr in der Kanalisation gesehen habt. Nein. Das ist so, wie es sein soll. Das ist nicht die verschandelte Version. Richtig. Ja, das ist schon mal etwas. Oder modifiziert. Verschandelt, modifiziert, wie man es nennen möchte. Ne? Whatever. Gut, und für die Magiesicht, ich muss gerade nachgucken, ob ich davon einen Wurf von ihr brauchte oder ob du das einfach instant erkennst. Moment, ich könnte es auch eben kurz gucken. Ja. Perception und Okkult ist der Dice Pool. Wunderbar. Dann mach das doch mal direkt. Ja. Also, für mich. Das sind dann vor allem nur vier Würfel, aber man kann ja hoffen. So.
Aber schau mal einer an, da habe ich doch. So, jetzt habe ich das Bild. Och nö. Das. Nee. leider auch da keinen epischen, ne? Nee, das ist meine nächste Anschaffung. Also, du schaust ihn an und du willst dich konzentrieren. Aber irgendwie ist so viel um dich rum, so viel Lärm, so viel Gezappel und Bewegung und außerdem irgendwie ein seltsames Gefühl, Bauchgefühl, das aus Richtung der Schule kommt, das du aber nicht benennen kannst, dass du es irgendwie dich nicht auf ihn konzentrieren kannst. Und die Stränge, die du damals gesehen hast, diese leuchtenden Stränge, die wollen irgendwie nicht so richtig. Ja gut, dann ist das halt so. Ja gut, dann nehme ich das jetzt erstmal so hin und versuche mich mal zu den anderen rüber zu wuseln. Ja, das soll dir gelingen. Aber erstmal möchte ich von denen wissen, was die in der Zwischenzeit machen. Der liebe Remy hat sich gerade von euch verabschiedet und ist in die Menge rein. Ihr seid immer noch am Rand. Was tut ihr? Wir wollten uns ja an den Straßenecke zurückziehen, ein bisschen abseits gehen. Mhm. Und ich denke, da würden wir auch stehen, während Lamar mit etwas angespannter Haltung das Ganze beobachtet. Also ob nicht doch irgendwo was schnell mal eskalieren kann. Denn in solchen Mengen kann man auch schnell mal was übergriffig werden. Was ja dann gern mal als Vorwand benutzt wird, von der Polizei etwas härter durchzugreifen. Lamar kennt das ja am eigenen Leib, deswegen achtet er genau darauf, ob irgendwie gerade was halt komisches, sozusagen. Mhm. Okay. Erstmal. Ja, dafür musst du nicht würfeln. Du merkst, dass die Leute sehr, 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 sehr wütend sind und aufgeputscht. Und das ist so ein Haufen Heuballen. Ja, an einem sehr heißen Tag. Noch brennt es nicht. Aber da wird echt nicht viel fehlen. Also ein paar Funken würden es hier schon tun. Da bist du dir ziemlich sicher. Aber auf der anderen Seite, die Ordner gehen halt rum. Oh, Moment, die Musik ist ein bisschen laut. Sekunde. So, ich glaube, so ist besser. Die Ordner gehen halt rum und scheinen tatsächlich zu versuchen, die Leute ein bisschen ruhig zu halten. Du siehst, dass einer zum Beispiel gerade einen Stein aufgehoben hat. Und ja, da ist gerade einer dabei, einen Stein aufzuheben. Mhm. Du weißt noch nicht, was er damit tut, aber das... Ja. Und du siehst, wie einer der Ordner sich auf den Weg zu ihm macht. Wird erstmal beobachtet. Ja, der Ordner... Er will sich ja nicht einmischen, weil sonst wird das schnell mal, wie gesagt, er ist sich durchaus bewusst, dass vermutlich die Cops ihn auf dem Schirm haben, ja, wenn er jetzt irgendwo auftaucht. Der Ordner, ein gut gebauter, kaffeebrauner Mann mit Glatze, kommt da an. Sprich zu ihm und kriegst halt so ein bisschen ein paar Wortfetzen mit, lass es fallen. Und der Typ schreit halt, ey komm, ich mache ja, was ich will, wir sind hier, lass es fallen. Und der Typ lässt widerwillig den Stein fallen. Du siehst, dass sich auch umgebende Polizisten so ein bisschen entspannen. Die scheinen das ein bisschen beobachtet zu haben. Ja. Was machen die anderen? Eme, Marcus, ich stehe dabei, er kriegt das mit. Lamar wirkt sehr angespannt. Ja, während Lamar eher nach Gefahren guckt, guckt der liebe Heiler der Gruppe eher mal nach Herausforderungen. Mhm. Sind die Leute wirklich alle eher so freiwillig hier? Werden die irgendwie unterdrückt oder gerade bedroht? Oder gibt es da irgendwas
Hilfsbedürftiges in der Menge, abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich alle keine Kohle haben. Mach mal einen Wahrnehmungswurf. Wahrnehmung, Aufmerksamkeit. Oder wie das da im Deutschen dann heißt, Awareness. Genau. So, warte. Roll 20 will gerade nicht so wie ich. So, hier. Das sind... Wenn es hilft, das, ich hätte einen epischen. Wenn du einen epischen hast, ist es ein Erfolg. Weil deine Würfel canceln sich aus, aber mit einem Erfolg reicht das. Du siehst keine Verletzten oder so. Du siehst aber, dass nicht allzu weit entfernt eine junge weiße Frau steht, recht klein, recht zierliches Frauchen, die sich ein bisschen suchend umschaut, so als hätte sie sich verirrt oder verloren, und sie, weil sie so klein ist, scheint sie übersehen zu werden und wird gerade so fast so ein bisschen zwischen Leuten zerquetscht. Ne? Sie scheint noch nicht in Lebensgefahr zu sein, aber die hängt da so ein bisschen fest und hey, und keiner scheint so richtig zu beobachten, sich richtig zu beachten. Und du fürchtest, die läuft Gefahr, fast ein bisschen zerquetscht und irgendwie weggespült zu werden, von wo auch immer sie hin will. Keiner scheint so richtig Notiz von ihr zu nehmen. Aber sie steht so ein bisschen am Rande. Ja, die ist ein bisschen weiter, ihr seid am Rande, die ist ein bisschen weiter drin, aber sie ist nicht ganz tief drin. Du könntest da hinkommen, du müsstest dich ja wahrscheinlich ein bisschen durchschlängeln. Ja, Markus to the rescue. Okay. dann hätte ich gerne mal Stärke Sportlichkeit von dir. Komm. Weil da hat sich mittlerweile ein bisschen was an Druck aufgebaut. Das wäre ja so ein Lamar-Wurf. Stärke, Sport. Ich hab puh, puh. Mhm. Ich brauche nur einen Erfolg von dir. Das sind jetzt keine Bodybuilder, aber es ist halt... Ne? Lamar würde einfach vorwärts gehen. Ja, das sieht doch gut aus. Das ist ein Erfolg. ME, alle verlassen dich. Schon ein wenig. ME schaut sich aber auch erstmal um. Ich sag jetzt gleich was. Ja. Emmy hat immer noch ihren Kleiderschrank. Ja, du kommst an und wählst dich ein bisschen durch. Hier mal einen Ellenbogen, da mal einen Ellenbogen. Ey, was soll das? Und kommst dann aber bei dieser Frau, die immer weiter in sich zusammensenkt, die Arme mittlerweile um sich geschlungen hat und ein bisschen schwer zu atmen scheint. Sie ist noch nicht ganz im Hyperventilieren, aber du hast das Gefühl, sie steht nicht weit davor. Dein Blick sagt dir, dass sie nicht krank oder in gesundheitlicher Gefahr ist, aber ihr Herzschlag ist äußerst hoch. Und du spürst einfach Nervosität und Panik, die von ihr ausgeht. Hilfe! Tom! Hey! Hilfe! Können Sie mir vielleicht helfen? Ich hab meinen Freund. Hallo! Ich werde erstmal so ein bisschen die Leute um sie herum dazu drängen, doch ein bisschen mehr Platz zum Atmen zu lassen. Also einfach nur so ein bisschen. Beiseite schieben, einfach, dass da ein bisschen. Also jetzt, ist. Genau, jetzt wo du dich da hinstellst und dir da Platz verschaffst, nehmen die Leute Notiz, ein paar treten zurück, andere scheinen aber zu murmeln, und du hörst auch an einer Ecke einen, der ruft, ach Whitey, stell dich nicht so an. Und sie guckt nicht sehr glücklich, du weißt nicht genau, wer das war, irgendwo aus der Ecke von mehreren dunkelhäutigen Menschen. Ich würde versuchen, sie so ein bisschen aus dieser Menge heraus zu navigieren. Ja. Ich will nicht sagen, sie zu drängen oder zu ziehen, aber so. Dann den gleichen Wurf bitte nochmal. Stärke, Sportlichkeit. Wow. Das, Was soll ich machen? Ich bin der Helfer, ne? Jetzt, wo du merkst, dass es ihr wirklich schlecht geht. Sie, wie schon gesagt, sie ist kurz davor zu hyperventilieren. Und der Ärger darüber, wie unaufmerksam und viele dieser Leute hier sind, die doch eigentlich hier meinen, was irgendwie für das Wohl anderer zu protestieren, ja, wie Scheuklappen, was für Scheuklappen die teilweise aufhaben, das macht dich wütend. Und du spürst diese Wut in dir, da kommt eine Kraft in dir hoch, die du nicht erwartet hättest. Und deine Muskeln straffen sich. Und der nächste Typ, der rankommt und dich wirklich so ein bisschen anstößt und anpöbelt, den schiebst du einfach weg mit einer Kraft, die du bisher noch wirklich nicht von dir kennst. Und packst sie nicht brutal, aber fest und kannst sie
hinter dir herziehen und ihr bahnt euch einfach, du bahnst dir wie einen Zug, wie eine Lok, einen Weg durch diese Menge zurück zur Armee. Ja, und dann nehme ich sie erstmal so ein bisschen beiseite, erstmal ein bisschen Luft holen lassen und Ruhe, hallo. Danke. Dankeschön. Nicht der Rede wert. Sie haben jemanden verloren? Ja, mein Freund, Tom. Tom Woodworth, er war da drin und dann nicht mehr. Gibt es hier irgendwo Steine oder etwas oder einen Zaun oder sowas, wo sie sich draufstellen kann, um ihn besser zu sehen? Ich meine, wenn sie mir jetzt beschreibt, er wird wahrscheinlich schwarz sein, das wird mir nicht weiterhelfen. Also sie ist weiß. Ja, aber wenn er hier ist, wird er schwarz sein. Mhm. Einfach Schlussfolgerung. Deswegen würde ich hier nicht danach fragen, kann ich ihn irgendwie finden, sondern kann ich ihr dabei behilflich sein, ihn zu finden? Ja. Das heißt, ihre Position erhöhen. Ja. Bevor ich sie jetzt auf den Arm nehme, frage ich einfach nach dem Gatter oder nach dem Stein oder irgendwas, wo sie sich draufstellen kann. Auf der gegenüberliegenden Straße stehen ein paar Müllcontainer. Und ansonsten... Naja, Autos, aber man sollte vielleicht nicht auf Autos klettern bei einem Protest. Das heißt, Müllcontainer auf der gegenüberliegenden Seite, jetzt ganz direkt nicht. Wenn ich doch jetzt nur jemanden wüsste, der in der Lage wäre, einen Müllcontainer rüberzubringen. Ich guck so ein bisschen, ich grübel auch so ein bisschen lauter vor mich hin. Lamar ist nicht weit weg. Ja, Emmy, vielleicht erstmal. Ich grübel etwa genau so laut, dass Lamar das hören kann. Ja, Lamar, du hast gesehen, dass der Ordner erstmal wieder seinen Job getan hat und Ordnung geschafft hat. Du spürst aber auch, dass da unfassbarer Ärger von dem Typen ausgeht und von einigen anderen. Also du hörst jetzt auch, was du noch mitbekommst, ist, dass der Demonstrant, der den Stein hochgehoben hat, der auch ein Schwarzer war, halt zu dem Ordner sowas sagt wie von wegen, Alter, du bist doch ein Bruder, was soll der Scheiß? Willst du die jetzt verteidigen oder was? Und der Ordner ignoriert ihn aber und geht wieder in die Menge. Ja, Damas Hand und also die Finger zucken immer so ein bisschen nervös. Und du hörst dann, wie Marc sagt, wenn ich doch nur jemanden kennen würde, der schwere Müllcontainer verschieben kann. Dann nimmt er so die Sonnenbrille ein Stück ab. Guckt dann so zu Marquez runter, rüber. Echt jetzt? Du siehst die kleine weiße Frauchen bei ihm stehen, die ziemlich verloren aussieht und sich umschaut. Oh, Entschuldigung, du sahst beschäftigt aus. Ich habe das Pulverfass beobachtet. Brennt's noch? Oh ja. Und wer ist das jetzt? ich bin Jenny, hi. Hey. Das ist Jenny. Sie sucht ihren Freund. Deutet so auf die Menge? Ja, genau, aber ich gucke so zu ihr runter, aus gegebenen Gründen kann sie ihn nicht finden. Und da denkst du... Soll sie auf Müllcontainer klettern? Naja, da könnt ihr besser sehen, oder? Man könnte sie auch einfach hochheben. Was glaubst du, würde ihr Freund dann denken? Zuckt mit den Schultern. Wärst du so freundlich? Sie guckt dich mit großen Augen an. Also, wenn es ihnen nichts ausmacht. Sie wirkt ein bisschen eingeschüchtert, guckt dich an, aber... Steht zwischen diesen beiden großen schwarzen Typen. Zwischen dem großen und dem sehr großen, genau. Ja.
Lamar geht halt mit so einem lauten Seufzen dann rüber zu dem Müllcontainer. Mhm. Und zieht ihn so. Kannst du mit links, also wortwörtlich mit links machen, das ist so überhaupt gar kein Problem für dich. So dieses, also ja, guck kurz hin. Also du solltest es vielleicht nicht mit links machen. Es ist so dieses, er zieht einmal dran, kaut dann kurz auf seine Unterlippe. Mann, ist der schwer. Und zieht dann den Müllcontainer mit beiden Händen. Ja. Also du kannst es ja schon noch einschätzen. Der ist schwer. Für dich noch vor deinem Calling hättest du es geschafft, aber es wär schon schweißtreibend gewesen. Ja. Jetzt ist so. Ja, deswegen eben nicht so. La 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 la. Du kannst. Okay, die Situation wird Emmy tatsächlich nutzen. Ja, wunderbar, Emmy, was tust du? Sie hat bis dato sich eher mal umgeschaut, ob es irgendwelche Lücken gibt, um vielleicht zu gucken, ob man in das Haus kommt oder irgendwie an der ganzen Aufmerksamkeit vorbeihuschen kann. Und jetzt, wo sich die beiden Männer um die Frau kümmern und sich an der Mülltonne zu schaffen machen, was unter Umständen auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte, würde sie einfach anfangen, ein bisschen weiter zu stromern. Kein Problem, du stromerst ein bisschen weiter weg, aber Wahrnehmung, Aufmerksamkeit hätte ich gern von dir. Awareness. 3. 4. Was war die ganze Zeit immer? Die 6 wohl? Oder die 7? Nein, die 7. Die 7? 7 ist ein Erfolg, alles 7 und alles drüber ist ein Erfolg. 3 Würfelerfolge und ein automatischer Erfolg. 4 Erfolge! Gar nicht schlecht. Also, du siehst, das Ding ist relativ gut abgesichert, relativ gut verbarrikadiert. Soweit du es sehen kannst, geht diese Holzpalisade umrahmt das ganze Grundstück und überall ist Maschendraht drauf. Da die Palisade aber nicht massiv ist, das sind Holzwände, die alle paar Meter mit eisernen Scharnieren, soweit du das erkennen kannst, die sind halt auf der Innenseite, verbunden sind. Innen drin, vermutest du, sind da noch mal Stützen oder sowas. Das heißt, es ist teilweise mit Metall verstärkt. Keine Fenster, keine großartigen Lücken, außer halt den schmalen Spalten, wo quasi eine Ecke ist und ein Scharnier ist. Das heißt, die Ecken sind definitiv die empfindlichsten Stellen. Mit einem Bolzenschneider oder so käme man da bestimmt durch. Man könnte natürlich auch drüber klettern, wenn man irgendwie vermeiden könnte, Stacheldraht hängen zu bleiben. Der Haupteingang, also es gibt einen Eingang tatsächlich, ganz vorne, an der Vorderseite des Schulgebäudes. An der Palisade, da stehen aber auch einfach mal 4 wirklich leicht gepanzerte Männer mit Gewehren von dieser privaten Security, die da Patrouille halten. Der Eingang interessiert mich nicht. Ja, ansonsten, einen zweiten Eingang findest du tatsächlich nicht, was du aber findest... Nicht von Eingängen. Du hast von Möglichkeiten. Möglichkeiten, ja, wie schon gesagt. Die Ecken drüber und dann erkennst du halt noch, es gibt einige Baugeräte, Kräne, also du siehst einen Kran tatsächlich, relativ klein für einen Kran, aber immer noch so um die 20 Meter hoch, grobe Schätzung, relativ kleiner Kran, aber halt immer noch Kran, einen Bagger, einen Wagen mit Abriss, so eine Abrissbirne, die tatsächlich auf eurer Seite der Palisaden noch stehen, außerhalb des Geländes, etwas entfernt. Der Kran ragt über das Gelände drüber, also über die in das Gelände rein. Über den Zaun.
Ja. Und du siehst halt noch, hier so in der Nähe der Baustelle stehen halt auch ein paar kleine Kleinlaster. So Transporterwägen, die in der Nähe stehen. Das ist das, was du so siehst. Ah ja, und vor allem halt auch, die Baustelle wird auch nochmal bewacht von ein paar, also die nicht die Baustelle, sondern die Fahrzeuge werden nochmal von ein paar Sicherheitsleuten bewacht. Die direkte Hinterseite und hinten rechts werden zumindest auf eurer Seite aber nicht bewacht. Vielleicht sind drinnen Sicherheitsleute, das weißt du nicht, aber auf der Hinterseite ist halt kein Protest. Auch die Polizeiwagen hören an der Hinterseite nicht auf. Irgendwo siehst du noch einen Streifenwagen, der da steht. Etwas quasi von dir gesehen nordöstlich an der Hinterseite. Aber hinten ist es deutlich ruhiger. Keine Demonstranten mehr, keine Sicherheitsleute und ein Polizeiwagen. Ja. Gerade an der hinteren rechten Ecke. Das ist das, was du siehst. Wenn du dich da umschaust. Mhm. Ja, sie würde halt so ein bisschen scouten und dann langsam wieder zurückkommen. Okay. Wunderbar. Ja, Lamar. Du schiebst also den Container rüber und hilfst Jenny da drauf. Sie schaut sich um und es dauert einen Moment, aber irgendwann spannen sich ihr Körper an, ihre Augen werden groß und sie... Da ist er, Tom! Tom! Hey! Aber sie scheint keine Reaktion zu bekommen und sagt, schaut mal zu euch rüber. Da drüben, in der Nähe der Bühne. Scheiße, wie komme ich da hin? Er hört mich nicht. Finde ich da irgendwie so einen Weg durch die Menge, dass man da hingehen könnte? Man könnte sich einen machen, aber es ist immer noch relativ verstopft alles. Es löst sich ein bisschen auf, ein paar Leute gehen, also du könntest sicherlich gucken, wo sich am meisten Leute lösen und wo es sich so ein bisschen lockert, weil jetzt, wo der große Vortrag zu Ende war. Machbar ist es, wird ein bisschen Zeit kosten, aber wahrscheinlich müsstest du dann diesmal nicht deine Körperkraft einsetzen, sondern nur vorsichtig sein. Du könntest auch, das fällt dir ein, deinen kleinen Lokalberühmtheitsstatus ausnutzen, der dir jetzt schon mehr als einmal um die Ohren gehauen wurde von Leuten um dich rum, den könntest du natürlich auch zu deinem Vorteil nutzen. Aber ansonsten, du kämst da schon hin, man müsste sich ein bisschen durchwurschteln durch die Menge. Ja, wenn das machbar wäre, sich da durchzuwurschteln, würde ich versuchen zu wurschteln. Okay, also ich steig erstmal wieder runter. Ich muss hier nicht den Retter der Stadt raushängen lassen, ich wurschtel mich lieber. Okay. Sie steigt also erstmal runter. Lamar, bleibst du zurück oder kommst mit? Also Jenny ist auf jeden Fall... Würde beim Wursteln sehr helfen. Du hörst? Entschuldigung, Lamar, das habe ich nicht ganz verstanden. Soll er denn mitkommen? Hast du was gesagt? Wenn du möchtest, kannst du gerne mitkommen. Du siehst aus, als würdest du gut durch Mengen kommen. Jenny, verzieht mal ein bisschen das Gesicht. Jenny guckt von einem zum anderen, guckt dich mit großen Augen an, Lamar. Hängt sich die Sporttaschen über. Also ich wäre Ihnen sehr dankbar. Aber ich will keine Last sein. Dann folgt mal dem guten Moses. Und er teilte die Menge. Ja, also zusammen schafft ihr es, das Schwarze Meer zu teilen. Ohne Probleme. Des Wortes. Oh mein Gott, war ist, das ist es jetzt rassistisch? Ich weiß nicht, Entschuldigung. Ich entschuldige mich im Vornherein. Das war zumindest eine Grauzone. Wenn ja, nein, also ihr schafft es definitiv durch die Menge durch. Und irgendwann seht ihr, noch bevor ihr diesen Tom seht, aber Jenny fängt bereits da drüben, ein paar Schritte, Tom, ruft sie. Und ihr seht, wie sich ein junger, schwarzer Mann umdreht, suchend in eure Richtung guckt. Gleichzeitig siehst du, Lamar, wie aus Richtung Bühne Remy in eure Richtung kommt.
Yay, die Familie ist wieder zusammen. Dieser Tom, ja, dreht sich um, schaut und sieht, Tom, ich bin hier! Und, ja, jetzt scheint auch er sie zu bemerken, er kommt in eure Richtung. Und sie flitzt einfach los. Es hat sich ja mittlerweile ein bisschen gelichtet und sie läuft einfach in seine Richtung. Und dreht sich aber noch um. Danke, vielen, vielen Dank. Ich, Schön, okay. Seien Sie vorsichtig. Sie nickt und läuft los und ihr seht, wie sich die beiden da umarmen. Und, ach, junge Liebe, ja. Ist das nicht schön. Ja. Remy, Wie fühlt man sich so, wenn man mal jemandem geholfen hat? Ja. Gibt einen sehr finsteren Blick. Ich lege ihm so die Arme, klopfe ihm so auf die Schulter. Remy, du kommst da jetzt auch langsam an. Eine Sache, die ich dir noch sagen wollte, bevor du da weg bist, bei der Bühne hast du gesehen, wie sich der junge Mann gelöst hat und unterstützt von zwei Ordnern angefangen hat, sich durch die Menge zu begeben. Bisschen weiter raus. Hier und da bestürmen ihn Leute, das ist nicht ganz einfach. Und er nickt auch Leuten zu und so, aber er scheint sich ein bisschen aus der Menge raus an den Rand zu begeben. Aber du hast dich ja erstmal abgewendet, das heißt, du hast nicht genau gesehen, wohin. Ja, okay. Jetzt kommst du bei den anderen an. Siehst noch, wie ein kleines, weißes Mädel da von ihnen wegflitzt, wie so ein Kugelblitz. Kommst bei den beiden an. Alles klar? Ja, es war meine gute Tat für dieses Jahr. Ah, okay. Ich bin Zeuge. Der Anklage. Jehova. Das passt schon. Ja. Wollen wir uns. Wo ist eigentlich. Irgendwer fehlt hier noch. Die Strom hat, glaube ich, gerade noch den Zeitpunkt. Ja, du kommst jetzt wieder dahin, wo du dich von anderen gelöst hast, ne? Also etwas weiter so südwestlich von dem Gebäude, also links vorne, wo ihr gestanden habt am Rande. Wo deine Leute gerade noch waren. Die sind da jetzt nicht mehr. Schaut sich dann um. Sehe ich jetzt unseren Rädelsführer am Rand? Du meinst den Mann, der die Ansprache gehalten hat? Mhm. Ja, tatsächlich. Du siehst zwei grüne Warnwesten, die sich aus der Menge wuseln, aus der Menge pellen. Und zwischen ihnen, zwischen diesen beiden Ordnern, dieser schick angezogene Junge, also nicht schick, ne? Also ich will nochmal sagen, das ist nicht so. Es ist zwar schick und hübsch, aber es sieht nicht total schnieke aus, sondern mehr so wie Student oder so armer Akademiker. mit leichten traditionellen Einschlägen. Und du siehst, wie er da rauskommt. Und du siehst einen Kerl, du weißt zwar nicht, dass er es ist, aber es ist der Mann, mit dem den Lamar vorher beobachtet hat, der fast einen Stein geworfen hätte. Du siehst da einen Mann, der sehr, sehr unzufrieden aussieht, sehr laut grölt und schreit und halt anfängt, einige ziemlich hässliche Parolen zu brüllen. Also du hörst, verdammte Sklaventreiber, könnt doch direkt die alten Zeiten zurückbringen. Ja, es ist Scheiß Weißbrote und du siehst, wie der junge Mann, der Anführer, ihn zu bemerken scheint, kurz anschaut und dann auf ihn zugeht. Emil würde es jetzt anspricht. Auch tun, und zwar die beiden anstreben. Okay. Nicht hektisch oder so, sondern ganz ruhig. Ja. Wenn du es ganz ruhig machst, ganz langsam, kommst du ein bisschen nach ihm an, weil er ist näher und geht sehr zügig, auch wenn er nicht rennt. Hm. Und du, wenn du da ankommst, kriegst du mit, dass er leise, gedämpft mit diesem Mann redet. Mhm. Die Ordner wirken ein bisschen nervös, die Polizisten um euch herum übrigens auch.
Gerade weil immer noch hier und da Leute ihn angucken, so ein bisschen als sei er Black Jesus. Ja. Aus der Menge. Und ja, aber er redet mit dem Typen und er scheint sich so ein bisschen zu beruhigen. Der beinahe Steinwerfer. Wenn ich ein paar Worte aufschnappen kann, will ich versuchen. Mach mal einen Wahrnehmungswurf. Das war das, genau. Je mehr Erfolge, desto deutlicher kannst du hören, was die beiden sprechen. Ja, dann schauen wir mal, was die Würfel sagen. Die Würfel sagen nö. Die Würfel sagen nö. Das Höchste, was ich habe, sind 2 Sechse. Du hast keinen automatischen? Ich habe einen automatischen, ich habe ein episches Perception. Episches, ja wunderbar. Das heißt ein Erfolg. Das heißt, du bekommst ein paar Fetzen mit. Du bekommst mit, sowas wie ruhig, die Zeit, wenn es soweit, friedlich schaffen das. Du hast einfach das Gefühl, da kommt eine sehr, sehr entschlossene, ruhige, felsenfeste Aura geht von diesem Typen aus, wie er ihn da gerade, also von dem Sprecher, wie er diesem Kerl gerade zuredet. Der nickt und trollt sich, oder macht dann Anstalten, sich zu trollen und ein bisschen zu entfernen in Richtung Menge. Emma lächelt. Sie wird sich übrigens auf dem Weg, sagen wir mal, die Haare ein bisschen zur Seite gemacht haben und dafür gesorgt, dass die Bluse gescheit steht und die Kette auch sichtbar ist. Ja, okay. Der würde sich jetzt auf den Weg machen, an euch vorbei, an dir vorbei. Warte mal kurz. Hier was gucken. Was ist denn da ein realistischer? Ja. Ja. Er scheint dich erstmal nicht zu bemerken. Er scheint recht konzentriert auf irgendwas zu sein. Und wenn er auf ihrer Höhe und quasi auf normaler Sprechreichweite ist, würde sie sagen: Vielen Dank. Er bleibt stehen, hält seine Ordner auf. Verzeihung. Schaut sich um. Sie ruckt mit dem Kopf in die Richtung von ihm. Das hier ist eine gefährliche Gratwanderung. Danke, dass so etwas auch beachtet wird. Er schaut dich an, schmunzelt, guckt dir dann, wenn du es nicht besser wüsstest, würdest du sagen, in den Ausschnitt. Aber für jemanden, der dir in den Ausschnitt guckt, macht er das überraschend schamlos. Das heißt, also entweder ist er einfach schamlos oder er hat die Kette entdeckt. Gehen wir einfach mal von beidem aus einfach. Er hebt eine so ganz, ganz leicht, kaum merklich eine Augenbraue. Vielen Dank für die Blumen. Ich versuche nur, den Ärger der Leute in die richtige Richtung zu wenden. Das ist alles. Bringt doch nichts, wenn er sich in Kleinigkeiten und Albernheiten verirrt, ne? Kleinigkeiten und Albernheiten können sehr, sehr schnell in große Ausmaße ausgehen. Und Kleinigkeiten und Albernheiten können sehr schnell die falsche Seite gegen einen aufbringen. Nickt. Das war sehr weise, danke. Nun, die Frage ist immer, was die falsche Seite ist, nicht wahr? Aber vielen Dank, ich gebe mein Bestes, das Ganze hier in die richtigen Bahnen zu lenken, sagen wir es so. Sie nickt. Miss Emmy. Nenn mich einfach Emmy. Hallo, Emmy. Sie würde ihm quasi die rechte Hand entgegenstrecken. Er nimmt die an und würde tatsächlich einen vernünftigen Handkuss geben. Das heißt, er berührt die Lippe, er legt den Finger nicht auf und er berührt die Hand nicht.
Ein leicht angedeuteter Handkuss. Sehr erfreut, Amy. Ich bin Thomas. Thomas Bellamy. Die Mengen hier scheinen mich so ein wenig zu ihrem Frontmann bestimmt zu haben. Sehr gute Reden sprechen, das ist definitiv wahr. Und du scheinst den Kern vieler Dinge zu sehen. Naja, ich kenne meine Vergangenheit und unser Erbe. Und sein Blick wandert nochmal in Richtung deiner Kette. Du siehst das Zeichen auf seiner Kette. Wenn du willst, kannst du auch mal einen Okkultwurf machen. Ja, würde ich gerne. Du erkennst. Ich habe kein Okkult. Dann einfach nur einen Intelligenzwurf. Ein Erfolg. Ein Erfolg. Du hast es gesehen in der Kanalisation, allerdings in einer abgewandelten Version, wo eine so eine Faust drin steckte. Und irgendwie, und alles, das ganze Ding wirkte auch irgendwie spitzer, mit Pfeilspitzen und mehr Zacken dabei. Das ist das Zeichen, soweit du dich erinnerst. Du meinst, Markus hätte das gesagt, oder Remy, einer von beiden. Von Ogun. Je nach Quelle, entweder eine Familie von, oder ein einziger, also entweder eine Familie von Loa, oder ein einziger Loa mit verschiedenen Gesichtern, ähnlich wie deine Mutter. Aber auf jeden Fall der Loa von Kampf, Krieg, Feuer, Handwerk und Stahl. Ihr Blick würde auch kurz auf seiner Kette hängen bleiben und sie ihn dann auch leicht lächelnd ansehen. Das, ein vielseitiges Erbe, ja. Das ein vielfältiges. Das kann man wohl so sagen. Und, ich bin zu dem Punkt gekommen, dass man manchmal manche Kämpfe einfach bestreiten muss und dass manche Stiefel zu hart zudrücken, als dass wir ihren Tritt noch dulden können. Das stimmt. Das stimmt. Und das Einzige, was ich meinte mit den falschen Seiten, ist die... Sie dreht den Kopf in Richtung der Polizei. Oh, das ist definitiv... Die nicht die Stiefel sind, die... sagen wir, den wahren Druck aussprechen, sondern nur die, die an der Seite stehen. Oh, das ist definitiv die falsche Seite. Das ist wohl wahr. Wir werden schon noch dafür sorgen, dass diese Leute uns in Ruhe lassen und wir unsere Arbeit in Ruhe tun können. Was ist... Ich habe die ganzen Fakten um diese Sache noch nicht komplett präsent. Diese Leute hier, diese Firma, möchte sich dieses Gebäude unter den Nagel reißen und ein neues, also abreißen, gehe ich von aus, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Und ein neues Gebäude, formulieren wir es einfach nur mal so, neutral, darauf bauen. Wem gehört das Gelände? Nickt. Ich möchte dich kurz stoppen, weil ungefähr so um die Zeit kommt ihr anderen, also ich vermute, ihr habt euch wieder zurückbegeben, ihr anderen, oder? Ihr seid wieder bei der Menge zu verlassen, das heißt, ihr kommt jetzt an den Rand, an die Ausläufer der Menge und seht dann tatsächlich, weil sie zu übersehen ist gar nicht mal so einfach, ihr kennt die Dame ja auch, ihr seid ja immer so ein bisschen auf sie geprimed, seht Emme da stehen, wie sie sich mit dem Mann, dessen Namen ihr noch nicht kennt, aber mit dem Sprecher, mit dem Anführer dieser Meute hier zu unterhalten ist. Das war ja so klar. Was denn? Lass ihn doch. Drückt ihr so die Tasche so wieder in die Hand? Ich soll jetzt nicht sagen, dass du eifersüchtig auf den Kleinen bist. Blödsinn. Es kommt nicht um, nur ein bisschen zu grinsen. Blödsinn. Brummt irgendwas? Alles gut, Großer.
bleibt ihr auf Abstand, nähert ihr euch? Wer stratzt da los? Einfach hin. Stratzt los. Gut. Okay, was ist Stratzen für ein Verb? Ich sehe ihn gerade wie so ein Bullen auf den Typen zurennen. Ich wollte gerade sagen, ist Stratzen. Seine Weide zu verteidigen. Also Lamar geht normal, aber bestimmt. ja, also du, dann hörst du jetzt diese Worte auch, Lamar, zumindest auf die Entfernung. Wenn du versuchst hinzuhören, hörst du, wie sich dieser Mann jetzt an Emmy wendet und sagt, die Angelegenheit ist ein bisschen kompliziert, aber im Grunde gehört das Gelände der Stadt. Ja, es ist, ursprünglich war das hier eine christliche Jungenschule und die Kirche hat es den Besitzern der Plantage damals abgekauft und die Jungenschule aufgebaut. Die Schule hatte ihre Höhen und Tiefen, sagen wir es mal so, aber irgendwann wurde dann das Gebäude, nicht mehr bewohnbar und spätestens seit Katrina ist die Holy Cross Schule jetzt in Gentilly Terrace, in einem neuen Gebäude. Die alte Ruine, die eben auch von Katrina ziemlich mitgenommen wurde, gehört der Stadt. Und sie hat bisher nicht viel damit gemacht, aber es war schon länger im Gespräch, dass sie umfunktioniert werden soll. Einige Bürgerbewegungen waren der Meinung, dass sie in ein Bürgerzentrum umgewandelt werden soll. Aber wir hatten nicht allzu viel Geld zu bieten und Holy Cross gilt jetzt nicht als besonders vielversprechende Nachbarschaft. Und dann kam Melling Investment mit ihren Plänen für ein Konferenzzentrum. Sind Sie mit den Effekten von Gentrifizierung vertraut, Emmy? Geringfügig. Ich kann es definitiv nicht verstehen, wenn man es mir erklärt. Es ist jetzt nicht gerade so, dass mir bestimmte Begrifflichkeiten fehlen, aber... Letztendlich ist, ganz einfach gesagt, ist die Grundidee, dass wenn sich die Bewohnerbasis einer Gegend ändert, weil mehr Leute diese Gegend entdecken, ihre Attraktivität steigt und Leute mit höheren, mit mehr Geldmitteln ziehen dorthin, mehr Firmen gewinnen Interesse daran. Und so gewinnt die Gegend an Wert und wird somit auch teurer. Richtig, genau. Wenn man als Besitzer von Immobilien dann da mit der Zeit gehen will, dann steigen die Mieten. Viele alteingesessene Familien können sich das nicht mehr leisten, müssen ausziehen und sich anderweitig umsehen. Und ja, so werden so Gegenden. Also ihr kommt jetzt an, ihr könnt jetzt ankommen, wann ihr wollt. Ihr hört auf jeden Fall den Teil. Und zumindest du, Lamar, kommst jetzt an. Eine der Lösungen denn nicht auch, dass man vielleicht der Stadt das Gebäude, das Gelände vielleicht sogar abkaufen kann? Richtig, aber mit welchem Geld? Ich würde sagen, da kommst du. Dürfte ich mich vielleicht in das Gespräch kurz einklinken? Ah, Remy. Wenn ich Ihnen vorstellen kann, das sind meine Freunde und Begleiter. Das ist Remy. Also Lamar ist jetzt auch da. Remy reicht, danke. Das ist Remy, Lamar und Marquez. Schönen guten Tag. Thomas Bellamy. Um auf das Problem mit der Stadt zurückzukommen. Wissen Sie zufällig, wer der genaue Ansprechpartner für das Grundstück ist? Bei der Stadt? Ja. Das müsste der Kopf des Bau- und Stadtplanungsamtes sein. Emmett zieht ihr Handy, macht so eine Notiz-App auf, schaut ihn aufmerksam an. Susan Tomlinson ist, glaube ich, ihr Name. Ich hatte bisher nur so zwei Gespräche mit ihr. Sie ist uns und unserer Interessengemeinschaft hier nicht sonderlich zugeneigt. Ach, vielleicht sollte ich mal mit ihr reden. Da lässt sich einiges machen. Er schaut dich an. Sie lächelt auf. Sie lächelt ihm ein Sphinx-Lächeln zu. Tragt ihr alle eure Ketten offen?
Ja. Er schaut euch an. Marcus hat keine Kette, wenn ich das richtig verstanden habe. Marcus hat eine Kette mit einer Schlange. Eine Doch. Kette? Ich habe eine Kette. Wir haben alle eine Kette. Voller Stolz. Ihr habt nicht alle einen schicken neuen Hut. Ihr habt nicht alle einen Wewe. Remy und Emme haben ein Wewe auf ihr, ein Amulett mit einem Wewe. Lamar hat eine Axt. Marcus hat eine Schlange. Aber ihr alle habt eine Kette. Ja, schaut euch an. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns alle mal unterhalten sollten. Vielleicht. Schaut ihn an, sie geht einfach mit ihrem Sphinx-Lächeln nur eine Augenbraue hoch. Oh. Ich finde tatsächlich so ein Seufzen von sich. Sagen wir, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, mit offiziellen Stellen zu reden. Ich habe mit sowas Erfahrung. Ich deute mal auf die sich zerstreuende Menge. Ich habe Erfahrung da drin, wenn deren Erfahrung auch nicht mehr zu den richtigen Ergebnissen führt. Warte mal. Also meine er schaut dich. Führen immer zu den richtigen Ergebnissen. Er schaut dich an nochmal. Mustert dich von oben nach unten. Oh ja. Ich weiß. Ihr ruft halt ihn voraus, Lamar. Er lächelt jetzt wieder. Ein wenig. Ich habe das Gefühl, sie sind hier gerade genau am richtigen Ort. Wenn ich das richtig. Wenn meine Informationen über sie stimmen. Schreibt ihre Nachricht so einen Gruppenchat, so nach dem Motto: jeder von jedem bimmelt gerade das Handy mit dem Namen der Frau. Ding, ding, ding. Remy legt Lamar so die Hand auf die Schulter. Wir arbeiten gerade daran, dass er besser wird. Also der Ruf. Also ich finde eigentlich... Seine Bewährungshelfer. Also ich finde eigentlich, dass der Ruf genau richtig ist. Zumindest für gewisse Anlässe. Ja. Thomas, ich mag sie. Dagegen hat ja auch kein Mensch was gesagt. Ich sehe auch Lamar, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Du meinst zu Remis Hand so? Und auch sie, Marcus, ja? Sie sind der Doktor, der bei Katrina runter in die Krisenzone ist. Nicht der Einzige, aber ich erinnere mich daran, dass ihr Gesicht in der Dokumentation war. Oder vertue ich mich? Dr. Bishop, ja? Ja, ja. Das ist ja fast schon nicht mehr wahr. Was für eine illustre Runde. Und ich bin überrascht von ihren Modeentscheidungen. Positiv überrascht, es aber... Es war nicht wirklich meine Entscheidung. Nein, das war sie wohl bei keinem von uns. Es passieren Dinge aus Gründen. Aha. Auch wenn uns die Gründe so selten wirklich erklärt werden, ne? Es ist schon irgendwie bedauerlich, wenn man manchmal, wenn man 10-mal an einer Sache vorbeiläuft und sich die wahre Bedeutung erst viel zu spät offenbart. Schau mal zu der Schule rüber. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Lamar, hebt mal einen kleinen Stein auf, damit die Polizisten nicht nervös werden. Einen kleinen Stein. Ja, du wirst trotzdem sehr intensiv beobachtet, auch von den Ordnern, die ja immer noch neben euch stehen. Ihr habt, Emil lächelt den Männern zu. Die Polizisten und macht einfach nur so alles cool mit dem Mund und schaut Lamar an. Also so, schnippt halt so mit dem Stein so ein bisschen rum. Okay, also wirklich so Kieselgröße nur, ne, oder was? Ja, also für Lamars Hand, für Lamar ein Kiesel, für andere schon ein größeres Steinchen, aber es ist halt... Die wichtige Frage ist, was passiert, wenn jemand das an den Kopf bekäme? Das wird... Vorausgesetzt ist es nicht Lamar, der es wirft. Ja, also es würde vermutlich nicht viel passieren. Okay,
Dann wahrscheinlich meinst du so ein Ding, sie wollen. Dann, ja, ja. Dann, ja, gut, ja. Dann werdet ihr erstmal nur von den Polizisten nicht beobachtet. Mal Daumen lang. Die Ordner schauen einander aber an und Thomas sagt auch, Lamar, vielleicht sollten wir hier und jetzt keine Steine aufheben, egal wie klein. Ich würde sagen, das ist nicht die Zeit dafür. Ach, wie war das doch, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Okay, dann wird Emil Folgendes machen. Wie gesagt, sie wird den aus der Emil wird auch, wie gesagt, sie wird den Polizisten und den Schammer zu lächeln und so eine Geste machen, so ein Motto, alles cool. Auch mit den Mundbewegungen, alles cool, alles gut. Und wenn Marquess dann so patsch den Stein aus der Hand nimmt, guckt er so nach dem Motto, schon so vorsichtig aus der Hand. Ich schlage ihm die. Ich habe keine Chance, ihm den Hand aus der Hand zu schlagen. Ich muss gerade kurz was nachgucken, weil ich glaube, du machst da gerade was, Emé, von dem du gar nicht weißt, dass du es machst. Oh. Ich weiß, was ich mache. Du weißt, was du machst? Ich weiß, was ich mache. Warte mal, Charisma Manax. Ja. Das ist, also die Polizisten, die Emé da gerade anguckt, entspannen sich sichtlich. Als sie anguckt und mit den Lippen formt, alles gut. Nicken dir freundlich zu, Emmy. Dreht sich wieder ihren Leuten zu. Nehmen die Hände von ihren Gummiknüppeln und entspannen sich definitiv. Zum Glück hab ich nicht diesen Neck. ja, Bullse. So. Ja, dann wird aber so, wenn Markus da steht und schon so ein bisschen nervös guckt, dann wird ihm den aber auch quasi so zuschnippen. So flop. So, ich würde quasi da die Polizisten einen Moment auch noch beobachten, sich dann wieder der Gruppe zu wenden. Und tue ihn dann weg. Also sagen Sie, jetzt wo wir ja ganz offensichtlich doch mehr gemeinsam haben, als ich erwartet hätte, wollen wir uns vielleicht mal wohin begeben, wo wir in Ruhe reden können. Ich denke, ich hätte einige Fragen. Vor allem, was sie herführt. Oh, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ihr üblicher Platz? Sie guckt Lamar an und grinst. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch Zeit haben wieder zurück. Wir haben hier noch was zu erledigen. Mhm. Das stimmt wohl. Markus zückt schon mal so das Busfahrplättchen. Steckst du das wieder weg? Das ist ja furchtbar. Also wenn ihr nicht. Komm, sei nicht so eingerostet. Also wenn ihr kein Problem damit habt, ich kenne hier eine sehr nette, kleine, eigentlich ist es ein Geschäft. Ein Gemischtwarenladen, aber die haben auch hin und wieder kleine Snacks und man kann sich dort gut, man kann dort gut unterkommen. Nicht weit von hier. Auch noch in der Lower Ninth. Nur ein paar Schritte und dort ist es etwas ruhiger. Guck mich hier um. Ruhiger als hier? Ist ja nicht schwer. Reißt sich die Schwarter schon über die Schulter. Naja, ein bisschen Hunger hätte ich vielleicht. Dann nickt er und sagt, dann lass uns mal rübergehen. Die Galvez Street in der Lower, hier nebenan. Er würde sich zu den Ordnern wenden und sagen, ich denke, ab hier komme ich klar. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch auch noch an die anderen Organisatoren wenden. Ne? Ihr wisst ja, die Nachbarschaftsvereinigung und so. Danke erstmal für eure Hilfe. Bleibt wachsam, aber danke. Es ist besser gelaufen, als ich dachte. Immer würde die Ordner auch anlächeln. Ja, wirklich. Vielen Dank. Und die würden die nicken und gehen dann. Und ihr macht euch auf den Weg. Entschuldigung, ich bin gerade irritiert. Im Vierertross. Genau, jetzt im Fünfertross. Ach, Fünfertross, stimmt, wir sind ja fünf. Ihr seid jetzt zu fünft.
weg von von der Menge, weg von der Schule, zur Straße, wo immer noch, wo auch zwei Polizeiwagen stehen. Euch anschauen. Müsst dann den, ihr geht dann vorbei. Moment. Kurz hier ein bisschen leiser stellen. Emil lächelt den Beamten zu und winkt kurz. ja, Sekunde. Let me check a little thing here. Ja. Ihr nähert euch also den Polizisten und wollt an den, also in dem Durchgang, wo es halt zur Straße geht, und wollt an den Polizeiwagen vorbei. Die sind, nicken dir immer noch sehr freundlich zu, Emil. Aber als sie dann den lieben Thomas sehen, wird ihr Blick ernst. Sie runzeln die Stirn. Geht an ihnen vorbei oder wollt an ihnen vorbeigehen. Dann machen sie aber einen Schritt vor. Von beiden Polizeiwagen aus lösen sie sich und stellen sich euch in den Weg. Und ihr hört ein Mr. Bellamy. Entschuldigung. Und er fährt herum. Ja, Verzeihung, gibt es ein Problem? Das hängt von Ihnen ab. Mr. Bellamy, und zumindest von diesem einen Mann scheint die Ruhe langsam abzufallen, Emmy. Und er schaut sie an. Mr. Bellamy, ich fürchte, Sie müssen uns aufs... Er scheint zu stocken, nachzudenken. Sie müssen uns doch bitte aufs Revier begleiten. Der... Okay, wieso? Entschuldigung, Officer? Ich... Darf ich fragen, warum? Nein, dürfen Sie nicht. Wir besprechen das, wenn es soweit ist. Und seine Hand geht so ein bisschen in Richtung seines Knüppels. Emmy stellt sich tatsächlich ein bisschen dazwischen. Und der Blick ist auf den Knüppel. Mhm. Sie schaut ihn an und der Blick wandert einfach nur wieder auf den nicht. Knüppel. Aber er guckt sehr ernst. Ihr merkt jetzt langsam die Menge, die hier nicht so weit entfernt ist. Kein Moment. Scheint es zu bemerken. Mehrere Blicke wenden sich in eure Richtung. Ja, Remy. Was sollten wir nicht hier tun, Officers? Und sie schaut zu den anderen rüber. Officer, ich bin mir sicher, das ist gerade hier ein Missverständnis. Okay. Wir wollen gerade nur eben kurz etwas essen gehen. Wir sind... Bis jetzt ist hier nichts passiert und wir wollen auch nicht, dass irgendwas passiert. Und guck so zu den Leuten, zu der Menge rüber. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das jetzt wirklich machen wollen hier. Also, ich glaube, Officer, wir sind nicht hier, um Aufruhr zu machen. Und das wäre jetzt, und sie schaut auf den Knüppel und schaut zu den anderen rüber, also zu der Menge rüber, eine etwas unkluge Entscheidung. Wenn Sie keinen Aufruhr machen wollen, sollten Sie zurücktreten, sagt der Mann. Remy, du lässt deinen Charme spielen, es kribbelt ein bisschen in deinen Fingern, während du ihn anlächelst. Und das ist seltsam. Du sendest deine Kraft aus, so wie du es mittlerweile so ein bisschen Routine, du hast es ja jetzt ein paar Mal gemacht, langsam ein bisschen Übung bekommst, sendest es aus in Richtung dieses Mannes und das Gefühl, du triffst eine Wand. Dein Charme kommt nicht durch so richtig. Die Miene des Mannes wird ernster und härter. Treten Sie jetzt zurück! Und Bellamy tritt vor. Bitte, Officer, das ist doch sicherlich kein Problem. Hebt die Hand. Woraufhin dieser Officer vortritt, Bellamys Hand packt. Emil wird dazwischen treten. Wenn er ihn anfassen will und quasi offensiv, dann wird Emil dazwischen gehen. Mhm, okay. Und wenn er sie schlägt, dann schlägt er sie. Ich würfel okay. Jetzt mal einen Gesichtswürfel. Du würfelst Gesichtswürfel? Du, Emmy, wie willst du dazwischen gehen? Willst du dich wirklich anpacken? Willst du dich nur daneben stellen? Was willst du tun? Davor stellen. Hände unten.
absolut einfach so, Hände unten, leicht offen dazwischen. Wenn Sie bitte diesen Knüppel loslassen, dann werde ich weggehen. Die beiden aber ich möchte Sie wirklich keinerlei Offensive bringen. Er ist nicht Angriff, er gedenkt nicht, Sie anzugreifen und sonst etwas. Die beiden standen schon genau voreinander. Das heißt, du kannst dich nicht zwischen die beiden stellen. Er hat es jetzt geschafft, ihn in der Hand zu packen. Aber du kannst dich direkt daneben stellen. Ja. Ja, direkt daneben, guckst ihn an. Der Mann scheint dich zu ignorieren. Seine Kollegen treten jetzt alle einen Schritt vor. Auch die wirken plötzlich sehr ernst. Tom, ist das was im Busch und zwar ganz groß. Und ja, eines noch. Ihr, Bellamy fängt an zu würgen, ist zu viel gesagt, aber es ist immer so. Ihm scheint was weh zu tun. Er blinzelt und beißt die Zähne aufeinander. Und in dem Moment hörst du, Lamar, und du, Emir, auch eine Stimme, die euch bekannt vorkommt, nämlich der Mann, der zuvor beinahe einen Stein geworfen hätte, hört ein: Hey, lasst ihn los! Und das wird geechot von mehreren Stimmen, die ebenfalls: Ja, ja! Verdammte Scheiße, was soll das? Und die Menge hinter euch fängt an, sich zu bewegen und fängt langsam an zu brodeln. Es wird lauter und aggressiver hinter euch. Deutlich, deutlich aggressiver. Ihr spürt, wie eine Aura des Zorns, die soll zu umgeben, beginnt. Und wir müssen hier weg. Mit ihm, ohne die. Und dann. Ich würde jetzt gerne noch was machen. Die ersten Steine werden geworfen. Nach meinem Wurf. Ja. Also er blickt ziemlich. Holamar blickt ziemlich schnell hin und her. Aber dass die Stimmung so schnell umschlug, ist ihm auch ein bisschen, also kommt ihm auch ein bisschen spanisch vor. Er signalisiert die Polizisten jetzt nicht als absolute Bedrohung, den Mob schon. Mhm. Und jetzt gibt es eine Übersprungshandlung. Er verlässt sich darauf, dass die anderen Thomas und die Polizisten abschirmen. Und Lamar möchte den Streifenwagen umwerfen auf die Seite als eine Art Barrikade. Okay. So viel zu halt den Ball flach. Dann will ich von dir eine Stärke- und Athletikprobe. Kann gerne. Im Normalfall ja. Ich brauche nur einen Erfolg von dir mit deiner Stärke. Moment, du hast einen epischen Stärke, ne? Ja. Dann musst du eigentlich gar nicht würfeln. Du schaffst das. Ja. Ich, ja. Du wirfst diesen Wagen um. Also sieht halt, also Haus Lamar guckt zu euch. Geht in Deckung. Und dann geht da das Polizeiauto an die Seite, wo die Tür halt vielleicht noch offen steht, und hebt das Ding einfach hoch und kippt es auf die Seite, als würde es nichts wiegen. Du hast gesagt, er macht den Hightower. Ja, er macht den Hightower. Du wirfst diesen Wagen um und in dem Moment, die Polizisten treten noch weiter auf euch zu, Bellamy schafft es, sich loszureißen, keuchend fällt er auf den Boden und die Menge von hinter euch fängt an, über euch zu kommen wie eine Flut. Und da beenden wir die heutige Session. Das ist jetzt der Moment, wo ich erstmal kein Problem habe, weil ich weder ein Polizist bin noch einer vom Mob. Ja. Schwierig wird es in dem Moment, wo ich mich einmische. Wir werden sehen, wie das läuft. Okay. Böser Cliffy. Manchmal müssen Cliffhanger sein. Nur ein ganz kleines bisschen. Ja, manchmal müssen Cliffhanger sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Zuschauer und liebe Mitspieler.
In 2 Wochen geht es weiter. In 2 Wochen geht es weiter. Ja, 2 Wochen müsst ihr warten, aber sofern nichts dazwischen kommt, und ich werde darum kämpfen, dass nichts dazwischen kommt, meinerseits zumindest, am 16. Januar fahren wir fort. Ich möchte mich bedanken bei meinen Mitspielern. Ich hatte sehr viel Spaß heute. Jo. Ich bin gespannt, was eure Meinung zu der Situation, zu den Leuten, zu Bellamy so sind. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, und ich möchte mich auch bei unseren Zuschauern bedanken. Wir hatten heute wieder ein paar, was mich unglaublich freut. Zwischenzeitlich habe ich hier gesehen, Schwarz, 6 Pfote, schreibt Hey Ares, was mich überrascht hat. Vielleicht dachte sie, wir hätten hier einen Ares-Sohn. Ist nicht ganz. Nein, auch wenn das auch ist ein Bezug auf ein Schreib-Pen-Paper, wo ich mich stelle. Okay, das ist also jemand, der unseren Ohr kennt. Okay. Der oder die unseren Ohr kennt. Kyler 82 war neu dabei, GZA war neu dabei, Commander Root, wie so oft, und Mara natürlich, unsere ganz, ganz treue Zuschauerin. Es war sehr, sehr schön, dass ihr da wart. Eines möchte ich noch tun. Der Gedanke kam mir vor kurzem. Ich habe es zu verspätet erfahren, aber ich will mal kurz etwas zur Sprache bringen, was leider nicht so schön ist. Ich habe, wie manche andere auch, über den Nordpol erfahren, dass ein User vom Nordpol vor einiger Zeit verstorben ist, nämlich Alune. Und Alune war tatsächlich ein treuer Zuschauer unseres Streams. Ich habe Alune mehrfach im Chat gesehen. Und ich kenne die Umstände von dessen Tod leider auch nicht genau. Ich denke, es geht mich auch nichts an. Es hat mich aber einfach getroffen zu wissen, dass es jemand war vom Nerdpool, jemand, der unser Hobby geteilt hat, jemand, der mehrfach uns sehr treu war als Zuschauer. Ich fand es sehr, sehr schade und ich will da nicht ein größeres Ding draus machen, als es mir oder uns zusteht, weil ich kannte Alune nicht. Aber es hat mich dennoch getroffen und möchte somit einfach auch anonymerweise mein Beileid den Angehörigen aussprechen und einfach erwähnen, dass ich das sehr bedauere. Und wir uns sehr gefreut haben, für diese kurze Zeit hoffentlich für etwas Amüsement und gute Laune gesorgt haben zu können mit unserem Stream. Und wünschen einfach alles Gute den Angehörigen und allen, die Alune besser kannten als wir. Das wollte ich halt loswerden. Jetzt kein so spaßiges Ende dieses Streams, aber ich hielt es für angebracht. Und möchte mich bedanken. Bedanken für Alune, für alle Zuschauer, die hier waren und immer wieder hier sind. Es ist zwar nur ein kleines albernes Hobby, was wir hier machen, aber es freut uns doch, wenn wir merken, dass wir Leute irgendwie mitnehmen können. Und danke. Ansonsten, wenn euch dieser kleine Downer nicht komplett abgeturnt hat, schaut doch mal in den Nerdpool rein. Nerdpool-forum.de, wie schon gesagt, dort findet ihr immer wieder Rollenspielrunden wie die hier, Ankündigungen für Streams oder halt auch andere Spieler, mit denen ihr Runden organisieren könnt, etc. etc. Wir würden uns sehr freuen. Wir freuen uns über jeden neuen Zugang. Und ja, ist eigentlich eine sehr schöne Community. Wenn meine Mitspieler dann sonst nichts mehr zu sagen hätten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, genau. Bis in 2 Wochen. Einen schönen Abend noch. Bis in 2 Wochen. Ciao. Tschüss.